Wir können nicht posten, weil nicht alle ein Getränk haben. Wir können aber Prosten simulieren. Wir hatten kein Getränk, es haben doch hier alle Getränke. Wir haben alle Getränke, alle Glas. Haben alle Glas. Okay, dann tun wir Prost. Prost, die Herren. Prost. Nymphomanische Barbarin in der Dinosaurierhölle. Ja. Ich brauche ein Tauchermikrofon. Jede, das war viel schlimmer betroffen. Oh, ja. So einen kleinen Regenschirm drüber. Das wäre ja auch. So, und willkommen beim Biertaucher-Podcast 290. Heute ist der 31.01.2017. Heute haben wir ganz, ganz viele Leute, nämlich exklusiv den Lennart, den Harry, den Stefan, den Dennis, den Horst, den Gregor und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich von Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Flatterer, unsere Patreonen, an unsere Hörer, an die, die am Gewinnspiel teilgenommen haben. Da kann ich gleich dir, danke, Bimert. Gerne. Und unsere Themenlistenbefüller. Themenlistenbefüller. Und überhaupt. Überhaupt. Danke. Es gibt anonyme Themenlistenbefüller. Nein, ich glaube, du warst das. Ach so. Ja, kommen wir zum Teaser, ne? Ja, ich würde sagen schon, oder? Okay, ja. Habt ihr Themen mitgebracht, über die ihr heute reden wollt? Ja, das habe ich. Zum einen bin ich mit meinem bisherigen Podcatcher nicht zufrieden, habe diese Woche ein paar Alternativen ausprobiert. Ah, und da ich morgen mit dem Juri zusammen eine neue Folge Bildnachwirkung aufnehme, habe ich auch gefühlt 20 Filme gesehen und kann bei Bedarf gerne einen hier rezensieren. Filmisch. Immer gerne. Hi. Ich habe drei Themen mitgebracht und ich möchte gerne über die Entscheidung, welches Thema drankommt, gerne anders gestalten. Also das Thema ist gut. Die Themenfindung. Sehr gut, sehr gut, ja. Und sonst? Ja, und dann nach Bedarf halt. Aber sagst du die Themen kurz an? Nein, das kommt danach. Okay. Okay. Spannend. Ich habe gespaltene Persönlichkeiten als Thema und Fake News über den Horst. Ah, du warst also im Kino. Fake News über den Horst. Nein, ich war demonstrieren. Ach so. Okay. Dennis, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe mir überlegt, über Pono zu reden. Pono. Den Pono-Player und die haben auch einen Shop dazu. Ich habe selber nicht getestet, nicht. Ich will nur ein bisschen Fragen stellen sozusagen. Und ja. Mhm. Und Antivirus-Rant muss ich wohl heute auch abgeben. Ich habe ein Buch gelesen, David vs. Goliath, über Vorteile vom Underdog-Sein. Und ich kann erzählen, dass ich am Science-Ball war und da den Bundespräsidenten getroffen habe. Das ist eine richtige Reihe, Ball für Ball. Ja, ich habe mich im Trash gesuhlt, habe zwei Filme angeschaut. A Nymphoid Barbarian in Dinosaur Hell. And the Invasion of the B-Girls. Und außerdem habe ich eigentlich ja noch 10.000 alte Themen, die werde ich vielleicht auch ein bisschen abarbeiten. Shadowrun wollte ich gerne noch ins Feld führen. Darf ich das ausgedrücken, Leute? Ich hänge gerade ein bisschen mit den Armen. Also, ich habe noch kleine Sachen, einen schönen Telepolis-Artikel zur Kopftuchdebatte und einen super Stallmann-Artikel. Und außerdem gibt es am Anschluss an diesen Podcast ein Interview mit einem Schüler von mir, der die Ars Electronica besucht hat. Schön. Dieser aus. Dieser aus. Haben wir Termine zum Ankündigen? Super Bowl. Ja, kommt jetzt. Da gehst du hin oder du spielst? Nein, ich werde nicht nach Houston fliegen. So viel Geld habe ich leider nicht. Aber ich werde mir ansehen. Und wo sieht man den live? Auf Puls 4 kann man den live sehen. Auf Sat 1 kann man den live sehen. Wenn man den NFL Game Pass abonniert hat, kann man den live sehen und auf The Zone kann man den auch live sehen. Und diese berühmte Werbung, die in der Super Bowl Pause ist, die so total wichtig ist für die totale Werbeindustrie, wo sieht man die? Im Internet. Ja. Also dort wird sie dann live gestreamt, oder? Nein. Das Problem ist, dass die Rechte an diesen Werbevideos nie mitgeliefert werden an ausländische Sender. Man sieht nur das fade Sportspiel. Nein, man sieht die vom letzten Jahr. Aha, so drehen sie. Manchmal machen sie das so. Aha. Beziehungsweise es gibt ja genug Pausen, bla bla. Und es gibt jede Menge Super Bowl-Partys, die auch jeder Verein. Also geht man El Bandi-mäßig in die Sportbar und schaut dort Super Bowl? Ja, beziehungsweise die größte findet immer in irgendeinem größeren Hotel meistens statt, weil die schon wirklich riesig ist. Wo dann auch, weißt du auswendig, welches Hotel es ist? Früher war es immer das Marriott, ich glaube inzwischen nicht mehr. Und
die sind auch schon lange ausverkauft, aber auch die kleinen Vereine, und es gibt einige in Wien, machen Partys und auch, ja, auch Lokale gibt es sicher, die da. Und es ist halt natürlich, das fängt um 2 Uhr oder so, fängt das Spiel an. Ja, halb eins fängt es an. Oder halb eins sogar. Ja, so wir reden jetzt von halb eins in der Nacht. Halb eins in der Nacht, ja. 0:30 Uhr. Immer. Mhm. Und ja. Hast du das nie gemacht? Also bei mir war das schon im Freundeskreis eine Zeit lang Mode, dass man sich so auch in Wohnungen einfach trifft, um gemeinsam einen Super Bowl zu schauen. Nein. Ich konnte mich nur nie anfreunden, weil ich das Spiel einfach, es ist mir... Also mit dem Sportmesser. Ja, mit dem Sport an sich. Es ist dieses Stop and Go, ich meine, das hat was total Strategisches, aber wenn man so einen Fußballfluss diesen... Es wird insofern sehr interessant, weil ja, wir haben das jetzt bei diversen Filmpreisverleihungen gesehen, wie politisch alles plötzlich wird. Mhm. Und die Sport... Organisationen, die in den USA ja komplett anders organisiert sind als bei uns, haben sehr, sehr einen Deckel immer drauf gehalten auf jegliche politische Äußerung. Und wenn eine passiert ist, gab es immer hohe Strafen für den Spieler oder die Spielerin oder den Club oder beide. Und wirklich hohe Strafen. Also wir reden jetzt nicht von den paar tausend Euro, die Rapid kriegt, wenn ihre Leute sich prügeln, sondern schon von und jetzt ist das halt spannend, ja, weil was tun die Künstler, die in der Halbzeitpause auftreten? Wer ist das? Weißt du das? Lady Gaga in dem Fall. Und was tun die Spieler? Zeigen die Spieler was? Also dürfen sie gar nicht. Ich meine, sie dürfen schon, ja, aber müssen, wie du richtig gesagt hast, hohe Strafen dann dafür zahlen. Ja, und die NFL ist da wirklich sehr rigoros. Also sie haben immer einen Monat, wo sie so eine Breast Cancer Awareness machen. Da wird immer die Farbe Pink getragen. Also bei den Schuhen, bei Armsleeves, Handtüchern, was weiß ich was alles. Ja. Und es gibt einen Spieler, dessen Mutter ist an Brustkrebs gestorben, ich glaube ein halbes Jahr vorher, und er hat sich seine Dreadlocks pink gefärbt und wollte das über das komplette Jahr über so beibehalten. Ja. Und deswegen, weil er, wenn das nur in diesen einen Monat zugelassen ist von der NFL, muss er halt wirklich ordentlich in die Tasche greifen. Die kennen da keinen Spaß. Ich meine, die verdienen ordentlich, aber dementsprechend sind auch die Strafen. Ja. Also das ist, kurzen Leine. Haben wir sonst Termine noch? 24.02. Podcasting Meetup. Ah. Alles Weitere auf der Webseite podcasterei.at. Gut. Du noch ein Ding, gibt es einen Ball in nächster Zeit? Der Akademikerball. Ja, witzigerweise, es gibt dazu Alternativen, den Gutball im Prater in der Flugwanne. Ah, Flugwanne, cool. Ja. Eines der klassischen Ball. Der Ballseele der Stadt. Da ist der Ball. Das steht extra, wenn man. Genauso schön wie das Palais letzte Woche, Ferstl oder was, wo war es? Das ist sicher ganz ähnlich. Ratter-Sauna. Wollte ich auch noch in den Raum werfen. Ja, ich habe sonst keine. Gibt es ja nicht mehr in der Form, oder? Ja. Leider. Ja, dann nur wie jeden Dienstag 19.30 Uhr immer wird auch ein Podcast beim Garib in der Zypresse. Ja. Auch ein wichtiger Termin. Womit fangen wir an? Genau, du wolltest irgendwie die Themenvorziehung diskutieren. Was? Nein, ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, ja, über generell, weil auch hier nach Feedback immer geheischt wird. Mhm. Ich selber es auch liebe, wenn Menschen mit mir Feedback für uns. Ja, und ich mir gedacht habe, wie kann man Publikum mehr involvieren? Und dann habe ich mir auch gedacht, das ist immer so ein bisschen schade. Der Gregor zum Beispiel kriegt seine Themen nie unter, und wenn ich da bin, rede ich so lang und... Also du findest das jetzt schade, dass du lange redest. Ich habe kein Problem damit, mit mir selber, dass ich lang rede, aber ich anerkenne, dass andere Leute eventuell ein Problem damit haben. Und nein, ich habe mir 3 Themen überlegt, über die ich reden würde, habe mir gedacht, ich lasse euch einfach abstimmen über diese Themen, und habe einfach nur so einen Satz gesagt, der gleichzeitig geheimnisvoll genug sein soll, um nicht alles zu verraten. Also, du möchtest nicht über alle 3 Themen reden? Ich will nicht über alle 3 Themen reden, außer ihr wollt's. Aber ich würde das gerne... abstimmen lassen. Und idealerweise wäre das, wenn man zum Beispiel, und da hier so viele vielfältige Menschen sitzen, wenn man diese Themen vielleicht beim Publikum sagt, dass jeder ein Thema bringen darf, und der Gregor nicht immer seine Filme und Spiele nicht immer zurückstellen muss, nur weil Gäste da sind, was ich zum Beispiel schade finde. Das finde ich auch, wenn sich so recht manchmal. Naja, aber ja, ich erzähle es. Es sind sicher tausend Events, die jede Woche nur einschalten, weil sie dich hören wollen, und die sind immer traurig. Diese tausenden Fans sollen bitte mal Feedback schreiben. Genau. Also war nur so eine Idee. Also, ja. Dann schieß los. Ich lese meine 3 Themen vor, und ihr stimmt es dann darüber ab. Also, Thema Nummer 1. Warum die Uhrzeit in einem nach mir benannten Gebäude mich lange hat nachdenken lassen. Warum Elefantenfleisch zwar ziemlich köstlich, aber das Gold leider nicht wert ist. Und das dritte ist auf Englisch: If you take medical advice from a Las Vegas magician, you're an asshole and you deserve to die.
Okay. Nur eins davon ist ein Film. Da habe ich extra wegen dir, Stefan. Jetzt musst du nur entscheiden, das nicht im Film wählen. Gut, ich bin für Thema 1. Jetzt musst du dich entscheiden. Also Thema 1 war jetzt, das... Das mit der Zeit. Die Zeit? Okay, ja, das klingt nach Physik. Das heißt, jetzt müssen wir so lange warten, bis die Zuschauer abgestimmt Richtig, haben. Richtig, live am besten. Dennis, welches Priorität siehst du? Moment, ich muss nochmal... Zeit, Elefantenfleisch oder Las Vegas Magician? Ich mag Elefantenfleisch. Ich auch. Ich möchte wissen, wie das... Wie du zum Elefantenfleisch kommst. Wir sind wieder beim Genuss-Podcast. Dennis, wurscht, was du sagst. Ich bekomme gleich schon Essen. Ich brauche keine Elefanten. Ich bin für Zeit. Ich bin für Zeit, ja. Ah, dann haben wir zwei Elefantenfleisch. Zauberer, da kommt nichts raus. Super. Du kannst selber mitstimmen. Jetzt haben wir einen Deadlock. Ich mache die Zeit, weil der Elefantenfleisch ist da. Dann gewinnt Zeit. Okay. Es beginnt aber trotzdem mit einem Film. Ich habe ganz viele Google Alerts eingerichtet und kriege alles auf der Welt mit, was über Austrian Film passiert. Mhm. Und ihr kennt das ja in Wien, wenn das Institut für irgendwas einen Film herausbringt, dann ist das im Internet. Und irgendjemand, der so wie ich einen Alert hat, kriegt das. Und ich habe mitbekommen, dass am MIT ein österreichischer Film gezeigt wird. Das war's schon mit Film. Amour von Michael Haneke wird dort gezeigt. Dann war ich auf der Webseite und dachte, ich mache irgendwie jetzt so einen halblustigen Tweet, dass das dort gezeigt wird, weil MIT und österreichischer Film und bla bla bla. Und gehe auf diese Webseite und das Erste, was mir auffällt, ist, das Gebäude, in dem das stattfindet, heißt List Building und ist tatsächlich nach jemandem benannt, der List heißt, natürlich nicht nach mir, also das war jetzt eine Falschaussage, das ist Fake News. Jetzt bin ich gespannt, nach welchem List. Ein inzwischen schon sehr lange verstorbenes, großes industriellen Ehepaar namens Albert und Vera List. Ich habe ihre Nachrufe in der New York Times gelesen. Es ist ganz spannend. Total, ja, es ist ganz spannend. Ja. Also, es sind 5 Minuten alles erledigt. Ich bin auf der Seite, dann lese ich diese Nachrufe. Die ganz große Kunst- und Wissenschaftssponsoren waren und Mäzene waren. Und er ist 87 gestorben, sie ist 2002 gestorben. Aber keine Armen. Und es gibt, und dieses Gebäude ist eben Visual Arts Department vom MIT. Und dort gab es eben diese Filmvorführung und ich wollte das eben twittern. Und dann stand da die Uhrzeit und ich kannte mich nicht aus, weil die Uhrzeit war 12 p.m. Das heißt Mitternacht, oder? Ja. Das ist eben die Frage. Ich würde sagen, das ist High Noon. Ist das High Noon? Ich glaube schon, ja. Genau, das ist eine gute Frage. Tja. Und da sind wir schon beim Thema. 12 p.m. Das ist deine Zeitfrage. Das ist jetzt mein Thema, weil darüber habe ich nämlich nachgedacht und auch recherchiert. Zeit. 12 p.m., was ist das für eine Uhrzeit? Ist das 12 Uhr Mittag oder ist es 12 Uhr Mitternacht? Beides eher nicht so ideale Zeiten, um einen Film zu zeigen. aber habe ich mir gedacht, ich hätte zu Mitternacht tendiert, persönlich. Zu was tendiert ihr? Ja, vom Film, auf Aufführungszeit. Es ist ein Freitag gewesen. Eher Mitternacht, allerdings... Würde ich mich auch den Thema anschließen. Kam die dort auch am Freitag um 12 Uhr? High Noon auch eher sagen. Ich habe keine Ahnung, was die waren. Das kommt drauf an, ich habe Amour nicht gesehen, ist ja besonders blutrünstig, ist ab 18 freigegeben, dass man ja später. Ich habe Amour leider nicht gesehen. Habt ihr eine Antwort auf die Frage? Weil nein. Aus organisatorischen Gründen wahrscheinlich doch Mittag. Ich glaube Mitternacht, aber es ist nicht schlüssig. Ja. Nein, es ist auch offiziell, und ich habe mich dann in dieses komische, die Amerikaner haben ja lauter komische Messsysteme, inklusive für die Zeit, und es gibt tatsächlich keine Definition, keine offizielle dafür. Es gibt immer so Guidelines von irgendwelchen öffentlichen Stellen, die sagen immer, bitte ja, verwendet es Noon und Midnight, und ja nicht, und Fluglinien und Zugfirmen schreiben immer, 24-Stunden-System. Nein, die schreiben nicht 24-Stunden-System, sondern sie machen immer eins nach oder eins vor in ihre Fahrpläne hinein, damit sie dieses Problem nicht haben. Aha. Nein, wirklich. Also, und wer weiß, wofür AM und PM steht? Antemeridium und Postmeridium. Genau, also vor dem Mittag und nach dem Mittag. Mhm. Was natürlich für 12 Uhr keinen Sinn macht. Yep. Der exakte Zeitpunkt 12 Uhr ist weder noch... Ja, und zwar beide. Es gibt keinen Dings und es gibt auch keine... Naja, eigentlich schon, weil 12 Stunden nach Mittag bedeutet Mitternacht. Aber es ist gleichzeitig auch 12 Stunden Vormittag. Das hängt dann davon ab, von welchem Tag du das rechnest. Ja, es ist der Moment, die exakte Zeitpunkt, wo alle drei Zeiger auf 12 stehen, aber der ist beides. Aber 3 am heißt nicht 3 Stunden Vormittag, sondern zur Stunde 3 Vormittag.
Ja. Mitternacht ist daher eigentlich sonst noch 0 AM. Mhm. Aber es gibt, das gibt es im Amerikanischen ja gar nicht, 0. Es gibt 0 AM habe ich schon gesehen. Ja, aber das gibt es nicht. Existiert nicht, tatsächlich nicht. Es gibt keinen. Es gibt also, ich glaube, es ist Mitternacht. Es verfestigt sich in meinem Gefühl. Weil sonst wäre ein Sprung. 11:59 PM ist sicher kurz vor Mitternacht. Das stimmt. Und dann wäre da ein plötzlicher Sprung drinnen auf 12 PM, wäre plötzlich Mittag. Nein, springen dann es nicht. Also ist es Mitternacht. Ja. Die, wie gesagt, es gibt keine Lösung. Es gibt diese Guidelines und es gibt diese ganzen Sprachhüter, sagen, es gibt eine. Wie soll ich sagen, eine Gewohnheit. Mhm. Und aus der Gewohnheit heraus ist definiert, 12 a.m. ist Mitternacht, 12 p.m. ist Mittag. Mhm. Also umgekehrt, wie der Steffen gesagt hat. Ist aber, wie gesagt, nicht definiert. Und total spannend, und ich gebe da eine Uhrzeit an. Also ich nehme an, dass das dort zu Mittag gelaufen ist, aber ich weiß es natürlich nicht, und im Endeffekt ist es mir auch wiederum wurscht, weil erstens ist das schon 2 Wochen her und ich nicht dort war und ich auch nicht jetzt irgendwie dort involviert war, um das zu posten. Aber es ist mhm. Gell? Ich habe es mir gedacht und ich habe halt all diese Dinge gelesen, dass es eben Guidelines gibt, wo drin steht, schreibt es bitte ja nun, anstatt dass das nicht in die Falle völlig, völlig überflüssiger Aufwand, den man in den USA mit diesen ganzen Messsystemen immer betreiben muss, weil sie nichts miteinander zu tun haben. Expertenfrage, wenn man Amerikaner mit einem 24-Stunden-Format konfrontiert, können sie das dann lesen oder verstehen sie das dann nicht? Naja, das Militär 16, verwendet 16, das 24-Stunden-Format aus genau diesem Grund, weil die präziser sein müssen. Mhm. Das heißt, die Erfahrung damit haben oder irgendwo anders damit konfrontiert wurden, ja. Und ich glaube auch, dass es jetzt relativ einfach zu verstehen ist, so wie wir ja auch relativ einfach mit dem PM-AM-System umgehen können. Insofern, ja. weil ich meine, Foot und Gewichtseinheiten und Fahneinheit ist nicht so leicht zu begreifen. Ja, und ja, das ist überhaupt interessant, woher Fahrenheit? Ich glaube, Fahrenheit, woher das kommt. Da hat nämlich jemand versucht, eine Gerade durch 3 Punkte zu legen. Das tatsächlich, ich habe was anderes gehört. Das soll nämlich der kälteste messbare Tag gewesen sein, irgendwann in Danzig. Genau, das ist der Nullpunkt. Dann kommt noch 96 ist, glaube ich, die Körpertemperatur. Und noch ein dritter Punkt. Um es genauer zu machen, ist noch was anderes. Mhm. Nur der kälteste Punkt, der gemessen werden konnte, der stimmt nicht ganz. Der andere Punkt stimmt auch nicht. Also im Endeffekt ist das... Wobei Körpertemperatur, welche Körpertemperatur, die ist ja auch schwankend. Ja, richtig, das genau. Das ist ja auch kein besonders exakter. Das ist wirklich fürchterlich, dieses System. Kein Problem. Du nimmst einen beliebigen Tag in einer beliebigen Stadt, in einem beliebigen Zeitpunkt, und sagst, das ist jetzt mein Nullpunkt. Das ist genauso wie, ich nehme jetzt einen beliebigen Fuß von einer beliebigen Person und das ist jetzt meine kleinste Einheit oder was auch immer. Ja, aber das ist wenigstens noch... Völlig absurd alles. Das ist wenigstens dann wirklich akkurat definiert. Aber das, es sind 3 Punkte und das sind die Körpertemperatur, ohne zu sagen von wem. Und 0 Grad von dem kältesten Punkt, den man kennt. Wo... Ja, gute Frage. Und dann noch einen dritten Punkt, der eigentlich nichts exakter machen kann, außer eines, und zwar nur noch mehr Verwirrung stiften kann, weil das wird nie auf einer Geraden liegen. Dass 3 Punkte auf einer Gerade liegen, da ist die Wahrscheinlichkeit 0. Dass 2 Punkte eine Gerade definieren, das ist Definition, das funktioniert, aber 3 Punkte, das geht nicht. Und du kannst es ja in einer Ebene liegen, oder so, dass eine Gerade geht. Okay, aber bei den 3 Messpunkten. Ja, aber dann nicht, muss man die Gerade nicht genau, ja. Schon klar, ist eine schlechte Einheit, Fahrenheit, aber ein sehr guter Film, kann ich sagen. Und es ist nicht 451, oder? Nein, welche Zahl war das? Ich weiß auch nicht mehr. Und das Interessante, die Temperatur stimmt nicht einmal. Wo Papier zu blättern anfängt? Na gut, das ist der Ray Bradbury, der dichterische Freiheit. War interessant. Aber der Film, Oscar Werner, kann ich nur empfehlen. Ja. Und es kostet überhaupt keine Zeit, das Ganze hat genau 10 Minuten gedauert, diese Nachricht zu sehen, den Wikipedia-Artikel zu lesen und noch 1-2 andere Quellen zu lesen. Also bitte. Das ist immer dieses Argument, so, du verschwendest deine Zeit. Fahrenheit 451 ist benannt nach dem HTTP-Statuscode, der für Behördenüberwachung definiert ist. Oder umgekehrt, der Code ist benannt nach Fahrenheit. Das ist jetzt die Frage. Und wer sich für so Statuscodes interessiert, da gibt es eine hübsche Webseite, http
TikTok Status Codes. Ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, sonst kommt es auf jeden Fall in die Shownotes. Also HTTP-Status Codes mit Hundebildern erklärt. Klingt ja, auch gut. Schön, ist ja nett. Ich habe auch eine Zeit lang, also ich höre noch immer Nerd Talk, das ist so ein Filmpodcast, und die haben auch eine Zeit lang, waren sie, glaube ich, mit ihrer Episodennummer so in den HTTP-Status-Code-Bereichen und haben dann immer am Anfang ihrer Folge den entsprechenden Status-Code vorgestellt. Fand ich eine ganz nette Idee, weil man ja, es gibt ja wirklich absurde Status-Codes, auf die man eigentlich so in freier Wildbahn kommt. Allein die 100, also witzig. Und ja, ja. Was wollte ich weiterreden, sollte ich wahrscheinlich schon beim Podcast, oder? Hast du nicht ein gutes technisches Thema, Stefan? Ich habe so Techniklust. Ich habe ein organisatorisch-technisches Thema. Ja, damit. Lass ich durchgehen. Das ich heute schon diskutiert habe mit dem Harry auch. Nämlich, ich bin eine gespaltene Persönlichkeit, wie so viele andere Podcaster auch. Ich trete unter mehreren Identitäten auf. Und so als kleine Denksportaufgabe, beziehungsweise ob das verständlich ist, was ich versuche zu erklären. Wir Podcaster bringen dann unsere Informationen ja über Feeds an die Leute und da schreiben wir uns auch rein, als Autoren, als Kontributoren, als Owner und so weiter. Mhm. Und ich habe jetzt versucht, das abzubilden im Panoptikum, von dem ich ja hier auch immer wieder erzähle. Okay. Und dazu erfunden ein neues Konstrukt, das ich Persona nenne, das all das zusammenfassen soll, wie so Podcaster auftreten. Manchmal treten sie unter ihrem natürlichen Namen auf. Also ich glaube, beim Horst Jens steht wirklich Horst Jens jetzt in den Shownotes drinnen. Ja, wir stehen nur in den Shownotes, wir stehen nicht in den Metadaten. Vom Feed, genau. Na, ich kann dir beweisen, dass du auch im Feed drin stehst. Echt? Ja. Habe ich bisher noch nicht gefunden beim Debugger. Werde ich nachvollziehen. Also ich schreibe immer alle rein, außer beim Nehmert oder wenn ich einen Nachnamen aus ihrem Konto nicht rauskriege. In die Kontributorenliste? Okay. Oben in dem, bei dem Kopf von dem Feed. Okay. Und dann im Text noch einmal. Im Text steht noch einmal. In den Shownotes, ja. Ja, aber auch in die Shownotes, also ich rede jetzt vom Feed. Ja, ich rede auch vom XML. Feed. Ja. Die Shownotes stehen ja auch im Feed. Ja. Na egal. Dann gibt es die Leute, die unter Künstlernamen auftreten. Mhm. Zum Beispiel der Huckel beim Tim Pritlove, nicht? Der heißt ja eigentlich ganz Show anders, genau. Und so weiter. Und dann gibt es auch das umgekehrte Szenario oder das andere Szenario, dass mehrere Leute gemeinsam unter einer Identität auftreten. Weil in den Autor und in den Owner so des Feeds darf nur eine Identität hineingeschrieben werden. Also der Tag darf nur einmal vorkommen. Mhm. Darum steht dann oft sowas drinnen wie Aluburka. Bitte? Wie Aluburka. Wie Aluburka, ja, kann auch drinnen stehen. Das ist aber dann doch, würde ich eher sagen, Künstlername, oder? Und nicht die Gruppe. Ja, das ist ein Künstlername für eine fiktive Person, für ganz viele Personen. Ja. Es gibt ja nicht die Aluburka, sondern die Aluburkas. Und um das jetzt auseinander zu dröseln, habe ich Personas erfunden, die eben genau auf das mappen. Und damit die wieder auf Personen mappen können, eine Relation zwischen Personas und Personen eingeführt. Boah. Und Weiterleitungen unterhalb von Personas, weil manche Leute wollen ihre alten Identitäten verschleiern und daher Weiterleitung, aber wollen den alten Content nicht verlieren, das heißt Delegieren der Inhalte der alten Personas. Awesome. Doch ganz einfach zu verstehen, oder? Nicht wirklich. Kann man das läuft das nicht so wieder, wenn man das verschleiern will und du leitest es weiter, ist das nicht ein starkes Indiz, dass das eine und dieselbe Person ist? Nicht notwendigerweise. Also wenn man es wirklich verschleiern, also wenn man es nicht jetzt im Sinne verschleiern von verstecken, sondern im Sinne von, es soll immer nur die neue Identität auftreten. Also zum Beispiel, du besitzt die alte Domäne gar nicht mehr, unter der das gelaufen ist, oder die E-Mail-Adresse, die da drinnen gestanden ist, und die Leute sollen alle nur die neue verwenden, darum leitet man von der alten auf die neue weiter, und die alte ist sozusagen nur mehr, die gibt es halt noch. Eine Frage hätte ich habe nämlich bei manchen Podcasts gemerkt, bei Panoptikum, dass
entweder bei Autor oder bei Owner John Doe steht? Ist das einfach nur ein Platzhalter, weil der richtige Name nicht eingearbeitet wurde? Das war ein Platzhalter für nicht gefunden sozusagen. Mhm. Und weil ich als harte Bedingung drinnen hatte, dass ein Podcast aber einen Autor hat haben müssen, habe ich die Jane Doe erfunden und habe sozusagen alle Podcasts, die keinen Owner im Feed drinnen stehen gehabt haben, dort diesem User umgehängt, was natürlich Unfug ist. Das heißt, wenn man nach Jane Doe gesucht hätte, hätte man 150 Podcasts gefunden. Unmengen Podcasts gefunden und das wird jetzt insofern gelöst, als diese Muss-Bedingung, die gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Und das Ganze, also die Owners sind schon aufgeräumt, glaube ich. Also das sollte eigentlich schon weg sein. Aber das heißt, du fängst schon ganz schön viel mit den Daten an. Geht das überhaupt automatisiert oder kannst du diese Relationen von den Personen aus... Das Parsen geht automatisiert oder das ist automatisiert implementiert. Also immer wenn ich so einen Contributor finde, der besteht üblicherweise aus Name, E-Mail-Adresse und URI. Ah ja, URI. Ich sage das bewusst ein bisschen herausstehend, nicht? Weil eigentlich würde man glauben URLs, aber URLs und URI sind eigentlich nicht genau das Gleiche und spannenderweise sind für Menschen, es ist kein klares URL-Schema oder URI-Schema definiert. Mhm. Darum verwenden die meisten Leute die Webseite, die URL von der Webseite, aber manche Leute verwenden auch einfach ihre E-Mail-Adresse. Okay. Und manche Leute schreiben irgendwas rein, zum Beispiel ihren Namen, und wieder andere Leute schreiben irgendwelche UUIDs hinein, die sie sich erzeugt haben. Also sozusagen so Hash-Werte von irgendeinem Namen zum Beispiel, der dann auf irgendwas mappt, was ziemlich sicher niemand anders haben wird, wobei das beim Namen wieder ein schlechtes Beispiel ist, weil zwei Menschen mit gleichen Namen haben dann auch den gleichen Hash-Wert, von, wenn sie den gleichen Hash-Algorithmus verwenden. Ja, daher sind ja auch die Namen sehr schlecht zum Identifizieren von Personen. Mhm. Und genau diese ganze Thematik, die erleide und erdulde ich jetzt gerade. Das versuche ich auszubaden. Und was ich auf lange Sicht hinkriegen will, ist, dass ich etabliere die Panoptikum-ID. Jede Persona im Panoptikum kriegt eine ID und wer die in den Feed einträgt, der wird automatisch dann richtig gefunden und man wird dann durch die URI, sprich zum URL von der Persona, genau auf das Profil von der Persona geleitet und findet all das dort, was die Persona in ihrem Leben als Podcasterin oder Podcaster geleistet hat. Ich hoffe, das ist eine Kumpel-ID. Das ist eine. Ja, ausgestiegen. Das ist nur eine Unique-ID. So. Default-mäßig ist es eine UUID. Allerdings für, und das wird das kommerzielle Feature an der ganzen Geschichte sein, für Leute, die dafür bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, wird es auch eine lesbare UUID sein. Also eine wirkliche. Sowas wie ein Twitter-Handle oder sowas in die Richtung. Also eben nicht nur ein blöder Hexcode, sondern was Lesbares. Weil du gesagt hast, dass man dann herausfinden kann, welche Podcasts alles der User oder der Owner gemacht hat. Wie schaut es denn jetzt aus, zum Beispiel mit Gastbeiträgen? Ja? Wird man den Harry finden bei Biertaucher 290? Ja, also, weil ich ihn eintrage in die Shownotes. Ich fürchte, er steht aber nicht als Contributor drinnen. Aber da gehen wir noch. Das schauen wir uns noch an. Also an alle, die da draußen in der Welt Podcasts machen, bitte eintragen unterm Item-Element unterhalb, also das Item steht für die Episode, und da drunter unter dem Tag @Contributor, das ist der richtige Tag, wo ein Contributor landen soll. Da kann ich mehrere eintragen. Da kannst du beliebig viele davon eintragen. Das heißt, da müsste ich irgendwie so ein Skript schreiben, dass das rückwirkend macht. Und da drinnen in diesem Atom-Contributor sollte es bis zu drei Unterelemente, wieder XML-Elemente geben, nämlich den Atom-Name, Atom-URI und Atom, was habe ich als drittes noch gesagt? E-Mail. Genau. Ja. Das sind die drei, das die da vorgesehen sind. Twitter-Handle. Ja. Ja, cool, das könnte ich direkt machen, dass man rückwirken kann, wirklich. Weil derzeit habe ich es nur in einem Text. Jetzt habe ich aber eine Frage. Ja, ich habe sofort an solche Sachen denken müssen, das Berufskrankheit. Wenn jetzt jemand wirklich bereit ist, zu sagen, ja, ich möchte nicht so diese UUID haben, sondern ich möchte wirklich da was richtig Fancyhaftes und ich lege da sogar Geld hin. Ja. Wie sorgst du dafür, dass die alte UUID trotzdem noch Gültigkeit hat? Indem das eine neue Persona wird, dann hat der Mensch zwei Personas, einen mit der alten
UUID, eines mit einem schön entsprechenden, mit dem schön entsprechenden Handle. Und das von der UUID wird sowohl weitergeleitet, also wenn du den URL aufrufst, panoptikum.io/UUID, wirst du redirected auf die entsprechende neue Persona. Und nicht nur das, auch die, es gibt Delegationen, also alle alten Gigs, also das sind die Episoden, wo der oder die Person beigetragen hat, werden automatisch in der Datenbank mit ausgelesen und alle, das andere nennt ich Engagements, das sind die, die Beiträge auf Podcast-Ebene, also zum Beispiel, wenn du übersetzt hast oder Shownotes geschrieben hast für den ganzen Podcast, das wird auch weitergeleitet auf den neuen damit, indem es einfach mit dem Select nachgeschaut wird, wie hängen die zusammen und dann kommen die alle in diesen Feed hinein. Okay, also im Prinzip machst du das nachträglich und es gibt eine Weiterleitung, so ähnlich wie bei Wikipedia, wenn ein Artikel umbenannt wird. Genau. Eine Frage jetzt, Stefan, wenn wir jetzt über den Harald reden, obwohl er gar nicht da ist am Podcast, wird das auch erfasst eigentlich in einem Feld? Ist nicht vorgesehen, soweit ich weiß. Man könnte es lösen, indem man das Schema selber erweitert. Es gibt, soweit ich weiß, dazu keinen Standard. Also sowas wie Themen, auf, das wäre ja auch quasi ein Thema, nicht? Oder so, ist eigentlich nicht vorgesehen, weiß ich nichts dazu. Andere Rollen anzulegen, also auf meiner, von meiner Seite geht das ganz einfach, weil ich habe dort drinnen noch stehen das Feld Rolle, wo ich jetzt zurzeit einfach immer Contributor reinschreibe. Und wenn sich ein Standard etabliert, wenn der Horst Jens jetzt einen Standard dazu etabliert, wie Personen, über die gesprochen werden, in einem Feed zu benennen sind, dann kann ich auf die Art und Weise das auch dort reinmappen. Aber wenn man zum Beispiel Harry sucht, dann sollte man ja über die, was sollte ich, eine Summaries drinstehen bei Panoptikum von den Shownotes her. Das stimmt. Und dann sollte man das so auch finden. Das stimmt. So, auf den Shownotes findet man es natürlich, genau. Da findet also man es auch jetzt schon. Wenn du in den Shownotes einfach textlich erwähnst, findest du ihn. Du musst ihn sozusagen aber richtig suchen, weil man muss wissen, dass man den Harry mit H-A-R-I schreibt. Richtig. Aber das heißt, das muss, aus genau dem Grund habe ich mich dafür entschieden. Das muss damals, einerseits der Schreiber wissen, der die Shownotes gerade schreibt von der Episode. Und das, andererseits, ist noch ein Problem, ja. Und andererseits auch das Suchende wissen. Wenn der dann nach Harry sucht statt nach Harry, dann findet er dich nicht. Das stimmt. Stefan, ich habe schon ein Premium-Modell für dich. Ja. Ich bilde jetzt einen Score aus dem Verhältnis von wie oft du selber im Podcast sprichst und wie oft über dich gesprochen wird. Das ist ein Popularitätsscore. Ja? Und gegen Geld kann man den vielleicht dann... das Panoptikum entsteht gerade so ein bisschen im Hintergrund dazu eine API. Aus der API kannst du also die Daten auslesen, wer wo wie beigetragen hat und kannst du ein Add-on-Service selber anbieten und damit stinkreich. Stinkreich. Sei dafür. Yep. Da hat der Dennis gerade tippt. Kann ich schnell reingrätschen. Es gab im Spiegel von dieser Woche ein sehr schönes Thema über eine russische Programmiererin, der ihr Freund gestorben ist und die den jetzt nachprogrammiert. Und das erinnert mich jetzt an das, was du sagst. Ne? Weil mit der Suchmaschine könnte ich ja dann, wenn von toten Leuten... wirklich alles, was die jemals gesagt haben, erfassen. Und das Problem hat sogar jemand gehabt, das Klebemonster hat uns das, glaube ich, erzählt. Das, der war in einem Podcast und hat gesagt, er war dann ein Sportler. Und dann, der ist aber tragisch gestorben und die Familie wollte dann nicht, dass der Podcast dann noch online ist, weil sie da halt rumgeblödet haben und so. Dann hat es nicht gepasst. Hat nicht gepasst, ja, ja. Also das ist durchaus ein Problem sozusagen, was passiert posthum mit deinen verbalen Äußerungen. Aber der Artikel ging eben in die Richtung, dass das so mit einem neuronalen Netzwerk, das kommen alle Twitter-Feeds rein und sie erwähnen in dem Artikel sogar die Black Mirror-Serie, über die wir damals geredet haben, mit diesem Upgrade wird sehr schön beschrieben und auch Eliza, dieses erste Programm, Textprogramm aus den 70ern, das so einen Psychologen simuliert. Also es ist für Nerds ein sehr lesbarer Artikel halt. Das kann man sich auch sehr gut über das Thema mit dem
Ja, und die AI simuliert dann das, was der sagen würde. Also das ist wirklich. Ich habe du kannst dich mit über das Thema mit dem Ray Kurzweiler sicherlich auch unterhalten. Da habe ich jetzt mal eine Doku gesehen. Das ist in der amerikanische Zukunftsvorschau. Ja. Ja. Und der hat auch, da kommt das in der, ich weiß nicht, wie die Doku geheißen hat, The Transformed Man, irgendwas in die Richtung, aber dünnes Eis. Sorry. Also wir wandern ins Virtuelle. Das ist eine, er erzählt halt über sich und was er so vorhat, und er erzählt halt auch über seinen Vater und dass er einen Raum hat, wo alle, der war, glaube ich, Komponist oder so, seine Kompositionen. Ja. Ein ganzes Archiv über seinen Vater und schwebt auch so ein bisschen so die Idee mit, vielleicht könnte man ja den Geist seines Vaters rekonstruieren anhand der Artefakte, die er hinterlassen hat. Also ein Thema, glaube ich, das den Menschen aber generell nie ganz vorstellt. Was ja in Richtung Unsterblichkeit geht. Genau. Also, ich habe vor ein paar Wochen über das Thema gelesen. Ich fand das damals sehr creepy. Sie hat das damals argumentiert mit, sie hat es programmiert, um über seinen Tod hinwegzukommen. Ja, ja. Und sowohl die Mutter als auch sie kommunizieren dann quasi mit diesem Bot, um zu erfahren, was die Person gesagt hätte. Aber, ich weiß nicht. Das ist einfach, ja, das ist ein bisschen ein besserer Markov-Bot bisher. Also, hat einfaches Datenquelle bisher, was sie reingeführt hat. Was sie gefunden hat. Aber er hat ein neuronales Netzwerk, was dann versucht, da ja, was aber zu generieren. Mein Gehirn ist nicht nur ein neuronales Netzwerk, oder doch? Moment. Man kann ja die sozusagen zeigen, wie gut oder schlecht das ist, indem man das nicht von einer toten, sondern von einer lebenden Person mal machen würde. Wir schaffen virtuell Penis und schauen, ob seine Witze lustiger sind. Und dann. Was für Witze? Ich mache keine Witze. Mir fällt gerade was ein, aber ich weiß nicht, ob wir es jetzt bringen sollten oder dann am Ende. Wir haben ja noch unser Gewinnspiel. Ach, machen wir das vergessen. Am Ende, das gut, bis zum Schluss. Als Finale. Spannend. Oh, es hat also jemand gewonnen. Das können wir noch nicht sagen. Das ist alles aufgespielt, wie jemand gewonnen hat. Ich kann es nicht aushalten. Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Ich will es jetzt wissen. Ist zuerst auf. Gibt es einmal überhaupt kein Gewinnspiel. Sonst wird morgen das Wetter nicht schön eisig. Oh, schade. Warte, ich. Okay, gut. Bist du mit deinem Redevolumen zufrieden bis jetzt? Also mehr geht immer. Dann möchte ich jetzt unbedingt, dass dann niemand was sagt, weil ich finde das Privileg als relativ neuer, der zum zweiten Mal da ist, gut. Soll er nicht warten, bis der Nerde fertig ist. Gut, danke. Wie gesagt, um zum Podcasten zurückzukommen, ich bin mit meinem bisherigen Podcatcher leider etwas unzufrieden. Also nur zur Info, ich benutze BeyondPod seit mittlerweile 4,5 Jahren und war auch sehr lange sehr zufrieden damit. Unendlich viele Einstellungsmöglichkeiten, ich kann mir Kategorien erstellen, alles pipifein. Und vor circa 2 Wochen hat es auf einmal bei mir angefangen, dass wenn ich mir vereinzelt Podcasts anhöre, dass irgendwann nach 20 bis 25 Minuten auf einmal ein Stopp kommt und es erscheint eine Fehlermeldung, wo dick und fett Wiedergabefehler mit einem Rufzeichen dahinter steht. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, wenn ich wieder auf Play drücke, funktioniert alles wieder. Es fängt aber nur an, nervig zu werden, wenn ich mir eine Folge anhöre, die 4 Stunden dauert und ich dann 10-mal auf Play die ganze Zeit drücken muss, ist das ein bisschen blöd. Dachte mir, okay, wurscht, kann ich verschmerzen, weil es waren nur bei 2 bis 3 Podcasts so. Es hat aber dann angefangen, dass es bei jedem einzelnen Podcast so ist, den ich mir angehört habe. Ich habe mir gedacht, vielleicht hängt das mit der Internetverbindung zusammen, weil ich höre Podcasts sowohl, wenn ich im WLAN bin, als auch über die mobilen Daten. Das hätte es also nicht sein können. Und habe mir gedacht, wurscht, ich gehe mal in den Google Play Store und schaue, welche andere Podcatcher gibt es. Und habe angefangen mit AntennaPod, mit dem ich das ebenfalls ganz in Ordnung ist, aber es gibt so 1-2 Sachen, die mich ein bisschen stören, weil fehlende Features. Eines der grundlegenden Dinge, die ich gemacht habe bei BeyondPod und das ich wirklich benötige, ich bin einfach ein Ordnungsfanatiker in bestimmten Punkten, ist, dass ich mir selber Kategorien erstelle. Dass ich jetzt sagen kann, das sind meine Podcasts zu IT, das sind meine Podcasts zu Sport, das sind meine Podcasts zu Film. Und das kann ich bei AntennaPod nicht. Ich kann nur nach Alphabet sortieren, ich kann nach veröffentlichten Folgen sortieren, nach ungehörten Folgen sortieren, was nicht alles, aber eben nicht nach Kategorien. Ich kann mir keine eigenen Kategorien erstellen und das stört mich. AntennaPod schon draußen. Dann habe ich mir DoublePod geholt,
Mir wird zu Antennapod was einfallen, wie man simulieren kann. Man kann die Podcasts drinnen umbenennen. Und wenn du sie umbenennst nach Kategorie, Doppelpunkt und dann den eigentlichen Podcast-Namen, dann sind sie dann sortiert nach den Kategorien. Ja, schon, aber das ist trotzdem keine eigene Struktur. So eine Riesenliste, die halt richtig sortiert ist. Mhm. Ja. Ja, nee, weil ich brauche schon so eine Art Dropdown-Menü. Das gibt's nicht. Mhm. Ja, und das, ne. Was aber gut war, ich konnte die OPML importieren. Das heißt, ich habe relativ schnell meine knapp 60 Podcasts, die ich abonniert habe, drin gehabt. Wobei auch nicht jeden. Da gab es zwei, drei, die er nicht finden konnte, die ich dann noch einmal manuell suchen musste. Warum, weiß ich nicht. Dann habe ich mir DoublePod angeschaut, das ein absoluter Horror ist. Also es ist unglaublich unübersichtlich. Ich kann überhaupt nichts einstellen. Es ist zugekleistert mit Werbung. Bevor ich das erste Mal das Programm starte, muss ich erst einmal eine Autorisierung freigeben. Ja, du darfst in meinen Kalender schauen. Ja, du darfst meine Kontakte benutzen. Ja, du darfst dir meine Fotos anschauen. Und das ist immer etwas suspekt. Und den letzten, den ich mir jetzt gesehen habe und bei dem ich jetzt auch geblieben bin, ist eine App, die nennt sich Podcast Addict. Okay. Die so ziemlich alles kann, was Beyond Pod kann. Ich kann nämlich endlich wieder Kategorien erstellen. Ich habe unendlich viele Einstellungsmöglichkeiten. Das Einzige, was es nicht hat, ich kann keine OPML importieren. Was aber noch nicht schlimm ist, nehme ich mir halt die halbe Stunde und suche jeden einzelnen manuell. Ist auch okay für mich. Ein Feature, das mir ebenfalls sehr wichtig ist, wobei ich auch nicht weiß, ob das Antenna-Pod kann, ist, wenn ich mir einen Podcast anhöre und dann auf Pause drücke und dann vielleicht auch die App schließe. Das nächste Mal, wenn ich auf Play drücke, kann ich das zurücksetzen, dass es 5 Sekunden, bevor ich auf Pause gedrückt habe, wieder anfängt. Wie gesagt, ist wichtig für mich, um mich wieder zu erinnern, aha, okay, das habe ich schon gehört, jetzt kommt was Neues. Und ja, vom Aufbau her ist es auch relativ ähnlich zu BeyondPod und benutze es jetzt seit knapp, ja, seit Samstag. Und bin zufrieden und bleibe jetzt auch dabei. Okay. Wie heißt der Podcast Addict? Podcast Addict heißt der, gell? Okay, das sagt mir gar nichts. Einen Antennapod habe ich auch ausprobiert und beim BeyondPod habe ich zwar nicht dein Problem, aber was total strange ist, bei diversen Timbrit Love Podcasts kann ich nicht mehr spulen. Wenn ich da anfange zu spulen, dann überspringt er das Pfeil und löscht es auch gleich. Dankenswerterweise. Ich muss es in einem Stück durchhören, darf nur Pause drücken, höchstens weiß ich nicht, woran es liegt. Mal eine Umfrage, wer welchen Podcatcher hat, welchen Antennapod? Noch einer? Dennis? Ich habe noch einen Podcast gehört. Ich habe auf die Player Seite. FM. Ah. Und ich habe gerade nachgeschaut, Kategorien sind möglich. Und man kann, es ist automatisch im 10 Sekunden zurück oder 30 Sekunden vorspringen. Es ist automatisch definiert als Taste. Ob es automatisch geht, habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Mhm. Aber das Kategorisieren, ich verwende es nicht, aber ich habe jetzt gerade eine Kategorie gemacht. Es schaut gut aus. Also. Mhm. Und ich, die Online-Variante, also ich logge mich dann einfach ein. Also ich bin eingeloggt und höre halt webbasiert. Das ist ein bisschen buggy, speziell wenn ich neue Podcasts hinzufüge. Das ist nicht so ganz ideal, wird auch nicht wirklich besonders weiterentwickelt. Aber es funktioniert, gefällt mir optisch, spielt alle Stückeln. Und ich hatte auch diese Abbrüche. Allerdings habe ich nicht gewartet, bis das bei einem zweiten Podcast passiert und habe gleich gewechselt. Ja, und ich habe Player FM schon früher verwendet und bin dann zurückgegangen. Und ein zweites Problem, das ich hatte mit dem, war, dass ich über Synchronisieren, ich hatte dann diesen, wie heißt es, G-Podder-Account, ist mit dem Player FM ist quasi so eine Lösung, wo das die gleiche Firma, die Web und die Dinge anbietet, und OPML-Export und so, habe ich natürlich trotzdem. Also das ist kein Problem. Der ist auch nicht ganz so toll, weil ich muss eine Adresse eingeben, opml.fm, dann kriege ich das angezeigt und dann muss ich das selber in eine Textdatei speichern. Und ja, deswegen. Mhm. Aber auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, ich bin, wie gesagt, Beyond Pod. Und ein Feature, was mir bei anderen halt auch oft abgegangen ist, was ich für mich essentiell ist, ist diese Smart Playlist einfach. Weil ich halt das, wenn ich arbeiten gehe, dann kann man sich vorstellen, ich in einer kalten, armseligen Wohnung vom Pudelbrett mein Arbeitshemd bügeln. Und da muss ich irgendwie Ö1 Nachrichten hören. Das ist so ein Tick von mir, ist irgendwie muss ich ja, genau, es ist wirklich genau so das Bild. Und dann stehe ich halt so da und das kann man halt super machen.
machen, indem man alle Ü1 irgendwie die Kategorie, also Radio oder Ü1 reinhaut und dann sagt so, bitte synchronisiere dich erstens mal um 7.50 Uhr in der Früh und aktualisiere mal alle Podcasts und hol alle neuen Folgen und schaufel mir die Nachrichten und so nach vorne. Das ist halt super. Also eben die Ü1-Podcasts und das Insert More in diesen Spiele-Podcasts, das höre ich eigentlich immer so am Morgen. Ja. Also ich bin nicht der Einzige, der um 7 Uhr in der Früh aktualisiert, dass wenn er aufsteht, alles allerdings ist. Ich habe nämlich jetzt auch meine Podcast-Veröffentlichung deswegen immer um 5 Uhr. Ah, ja, damit das ist 7 Uhr früh, für die 7 Uhr früh, Leute, da. Um 5 Uhr ist der geplant. Morgen die neue Folge, also wer das dann hört, am Mittwoch ist sie erschienen. 5 Uhr kommt sie online. Oder? Perfekt abgestimmt, ja. Also. Ja, okay. Ich kann einwerfen, dass Matrix endlich Podcast-Feed ist. Also haben wir schon mal erwähnt, aber kann man trotzdem noch mal erwähnen. Sehr nett. Also neben Digital Leben, was so das kurze Format ist, wo es in Ö1 über Computerthemen gibt, ist Matrix das ausführliche Format. Und ich höre es nicht regelmäßig, aber hin und wieder rein und ich muss sagen, es sind schon gut gemachte Beiträge. Ich hätte ein paar kleine Meldungen, darf ich die vorziehen, weil ich vergesse ich sonst total. Dankeschön. Zwei Sachen. Es gibt einen schönen Artikel über Richard Stallman himself, und zwar in einer nicht Computer-Nerd-Zeitung, sondern in Psychology Today. Ist im Web einsehbar mit sehr schönen 60er-Jahre gestylten Zeichnungen, so als Hippie-Gottheit praktisch, okay, in Wasserfarben gezeichnet wird. Und der Artikel ist relativ lesbar, also als Computer-Nerd kriegt man nicht gleich Magenkrämpfe, weil es so irgendwie Linux mit Windows verwechseln oder so, sondern sie versuchen es halbwegs gleich zu machen. Sie haben den Fokus natürlich aber eher auf seiner Persönlichkeit und wie er mit seinen, also Recht haben und trotzdem nicht akzeptiert werden damit und so. Das ist Psychology Today. Also, ja, who would have guessed? Aber es wirklich, also für einen Nicht-Technik-Artikel versuchen sie auch, die Technik, also seine technischen Aussagen halt halbwegs gut, also du sagst nicht so plakativ verfälschend, sondern kann man sich schon einlesen in Materie. Auch nicht von einem Volldodel geschrieben, der halt alles durcheinander bringt und verwurstelt und dann nur über seine Frisur schreibt. Also hat mir sehr gefallen. Und weil sie immer, ich habe oft das Problem, dass ich meinen Schülern oder irgendwelchen absoluten Nicht-Technikern versuche zu erklären, ja, wofür stehe ich und was ist das Free Software Movement und was ist Diamond und so. Dann ist das immer ein bisschen schwierig und es hat eigentlich mal einen guten Artikel, wo man sich hinlinken kann. Ja. Wird in den Shownotes natürlich verlinkt. Mhm. Und das zweite ist ein schöner Telepolis-Artikel zur aktuellen Kopftuchdebatte aus Deutschland. Heißt das Seidene Band des Dschihad. Und es geht darum, er argumentiert, dass das Kopftuchtragen eben auch ein politisches Statement ist in Richtung also Desintegration sozusagen. Also, okay. Die Argumentation ist, dass die Communities in den ehemaligen Gastarbeiterländern, also im Westen, die Mädchen dort wesentlich früher Kopftuch tragen als in den vollislamischen Mutterländern. Und dass das halt nicht ganz unfällig ist. Also einfach, das fandest du interessant zu spielen? Ich fand es sehr interessant, weil er es nicht komplett so schwarz-weiß-holzschnittsartig zeichnet von den Rechten, also Muslims, sondern versucht halt so auch muslimische Experten da zu Wort zu kommen zu lassen. Also ein ausgewogener Artikel. Zumindest ein bisschen intelligenter als das, was man üblicherweise liest. Das liest du öfters Telepolis? Das ist, ja, ist das von Heise? Oder? Von Heise.de, ja. Polit fürs Übernerz. Ja, und das war es auch schon. Wir kriegen ja jetzt ein Burka-Verbot. Ja, dank unserem super Innenminister. War jemand bei der Demo zufällig gestern? Ja, und das sind die Fake News, weil auf Facebook steht, du warst. Haha, und auf Facebook stand, ich war nicht. Ja, und Facebook beides ist falsch. Das ist aber toll, jetzt brauche ich nicht mehr wirklich hingehen, ich brauche nur noch auf Facebook sagen, ich war dort. Das hält nicht lang. Es war arschkalt. Mhm. Arschkalt ist noch gar kein Ausdruck, es war auch noch windig. Die Plakate sind uns sozusagen um die Ohren geflogen. Wir waren Im zweistelligen Bereich, wenigstens von den Teilnehmern. Vom Anfang an waren wir im zweistelligen Bereich, was die Teilnehmer angeht. Mhm. Temperaturen nicht. Temperatur war einstellig negativ. Aber es ging nicht um das Burka-Verbot, oder? Das war ein kleiner Teil davon. Ist nur ein kleiner Teil davon. Es ging um das neues Überwachungspaket unseres Innenministers, der im Alleingang des Terror bekämpft. Also Moment, jetzt für oder gegen das Burka-Verbot? Nur, dass man das da...
Die Demo ging gegen das Terrormaßnahmenpaket vom Innenminister. Ach so, und das Burka-Verbot war nur die ÖVP-Forderung, damit das ganz, ganz. Steckt aber auch in dem Paket mit drin. Ja. Okay. Heißt natürlich nicht Burka-Verbot, heißt Neutralitätsgebot oder so irgendwie. Neusprech halt. Ja, und beinhaltet es aber so plus Kopftuchverbot für öffentliche Bedienstete. Na, genau. Ja. Und zwar für öffentliche Bedienstete, die auch in der Öffentlichkeit auftreten. Und da reicht auch schon das Kopftuch alleine? Da reicht dann auch das Kopftuch alleine. Also zum Beispiel Polizistin darf kein Kopftuch tragen. Oder noch viel banaler, wenn du in das Amtshaus reingehst, gibt es halt die, die hinter dem Glasscheibe sitzen und am Schreibtisch mit dir Kundenkontakt haben. Also interessiert niemanden, was die Buchhalterin anhat. Ja. Ne? Also insofern ist aber dann auch wieder ein bisschen komisch, weil da könnte dann die, die am Schalter sitzt, sagen, ungleiche Behandlung etc. Ne? Mhm. Also es hat ja jedes dieser Dinge eine Implikation. Ich fand, ich habe auf dem Weg hierher, das wäre eins schon mal gehört von 18 Uhr, und da haben sie die Parlamentsdebatte heute noch zusammengefasst und ein Mitterlehner Zitat gebracht, der dazu gesagt hat, dass ich es hinkriege, in einer Zeit, wo wir alle offen miteinander kommunizieren, muss man auch den Leuten ins Gesicht schauen können. Also das habe ich auch gehört, diesen Satz. Nichts miteinander zu tun haben. Ja. Aber und wir müssen es klingt halt gut und ich habe es mal gemerkt. Ja, und man muss offen sein gegenüber anderen Kleidungsrichtlinien. Oder Gewohnheiten. Das habe ich heute auch von der ÖVP gelesen auf Twitter, was aber dann ein Paradox ist. Was heißt, man darf nicht twittern, weil dann sieht man nicht das Gesicht von der Person, die gerade getwittert hat. Ne? Weil das ja auch Kommunikation ist. Ja. Ich glaube, vielleicht könnte man das nochmal, die Demo war ja nicht rein gegen das Burka. Auf die Inhalte komme ich dann eh noch, weil die sind mir auch noch wichtig. Nein, wir können ruhig einmal das rundherum auch ein bisschen aufarbeiten, weil ich halte es für ziemlich wesentlich, was sich da alles in nächster Zeit ändern könnte, sofern das dann auch in Form von Gesetzesvorlagen vorgelegt wird und dann auch das Parlament zustimmt. Österreich vertrumpft. Ja, das sind einige doch ganz radikale Sachen dabei. Zum Beispiel einmal geplant von der ASFINAG, also von der Autobahn, ich sage jetzt Betriebsgesellschaft, alle Videokameras sollen permanent Fahrtsdaten speichern. Also ich erinnere mich, wie sie aufgestellt haben, hat es geheißen, das wird nie passieren. Kennzeichen erkennen plus Speichern dieser Daten dann. Was auch noch insbesondere brisant ist im Hinblick damit, dass in Zukunft, sprich ab nächstem Jahr, die Autobahnvignetten, die ja jedes Auto dann haben muss, das auf einer Autobahn fährt, elektronisch sein werden und elektronisch fern ausgelesen werden können. Das heißt, selbst wenn sie es nicht hinkriegen mit dem Scannen von den Kameras, weil das wird also mit der Kennzeichenerkennung, also mit der Bilderkennung, mäßige Sache drin. Ja, oder NFC oder irgendwas in die Richtung, wird es ziemlich sicher besser werden, es über elektronische Autobahnvignette zu scannen. Also Transponder für jedes Auto. Genau, Transponder für jedes Auto, das auf einer Autobahn fährt. Plus. Ich möchte so ein Google Maps, wo jedes Auto in Echtzeit in jeder Position ist. Ich habe so meine Lieblingsbeine. Sprich mit dem Sobotka, der will sie auch. Ich möchte das. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, auch alle privaten Webcams, die in den öffentlichen Raum hineingehen. Da gibt es ja auch, also man muss ja Kameras registrieren, wenn man damit im öffentlichen Bereich filmt, aber alle, die da registriert sind, sollen auch in die zentrale Videoüberwachung, die es dann geben soll, eingebunden werden. Gestern hat der Epicenter Works, das ist die Nachfolgeorganisation vom AK Vorrat, also die unbenannte AK Vorrat, sollte ich mal sagen, nicht Nachfolgeorganisation, hat geschätzt gestern, dass es sich dabei etwa um 1 Million Kameras handeln soll, die da zusätzlich in dieses Überwachungsnetzwerk integriert werden. Also das sind Datenmengen, um die es da geht. Die sind gigantisch. So nebenbei noch die Geschichte mit dem Bundestrojaner, der über die Hintertür damit jetzt wieder eingeführt wird. Wie heißt der jetzt? Ich weiß nicht, aber wir nennen ihn jetzt nicht anders. Es ist das ist der Bundestrainer, der durch den Cyberspace patrouilliert, oder? Im Cyberspace patrouillieren. Und um das Ganze jetzt ein bisschen auf ein populistischeres Niveau zu treiben, nachdem man ja in Zukunft jetzt auch im Zuge dieses Paketes alle Schüler und Lehrer mit kostenlosen Laptops ausstatten will, das ist doch das gleich auch ein guter Mechanismus, um den Bundestrojaner zu verbreiten in den Haushalten.
Und das habe ich auch. Das ist ein Schelmwerk ist der Patrick, nicht? Dam, dam, dam. Und da habe ich mir nämlich auch vergessen, dass Wertkarten-Handys in Zukunft absolut terroristenverdächtig sind und du deshalb nur mit Ausweis eine Wertkarte kaufen kannst. Okay, also, ich werde mich sofort eindecken. Das mit dem, wahrscheinlich gibt es dann einen Schwarzmarkt für Wertkarten. Das mit den das mit den Laptops und mit der Hardware habe ich auch gehört und ist mir auch schon so instantan unangenehm aufgestoßen, weil das halt wieder so eine typische, es hört sich gut an, du, unsere Schüler brauchen das. Und ich meine, die Argumentation also, die ist ja so, Technik näher bringen, aber irgendeine Hardware den Kindern zur Verfügung zu stellen, sich vielleicht da wieder in so eine Abhängigkeit zu begeben. Du kannst Gift drauf nehmen, das wird keine Linux-Hardware sein. Und, das wird keine freie Software. Ich meine, da würde ich doch sagen, lieber gibt es doch Raspberry Pis und kannst du es unten ausschließen, irgendwas Offenes, wo sie dann rumbasteln und rumexperimentieren können. Ich habe von einer Lehrerin, mit der ich befreundet bin, gehört, die hatten eine Privatinitiative, da hat ein engagierter Vater, wollte da unbedingt, das war, glaube ich, eine Volksschule, ja, und was Gutes tun, da hat E-Book-Reader für eine gesamte Volksschulklasse gekauft. Ja, ist gut gemeint. Vielleicht werden sie jetzt auch ein, zwei Geschichten drauf, aber die Lehrer waren überfordert, die Schüler waren überfordert, die hatten das da. Das ist übrigens kein Einzelfall, das passiert ständig, solche Sachen. Es wird keiner verwenden, es werden sich sehr viele Leute nicht zutrauen, vor allem die Lehrer. Es wird 20 Mal mehr kosten, siehe Eurofighter, nur halt eben im kleinen Maßstab, dafür im Volumen. Du redest also vom Regierungsprogramm, nicht von nein, von der Verteilung von Tablets an Schüler und Laptops. Ja. Und es wird irgendwie ja nicht offen sein und all diese Dinge, okay, ja, genau. Aber es wird auf jeden Fall ein teuer werden und es wird danach Untersuchungsausschüsse geben. Das sage ich jetzt schon vorher. Ja, es hilft einfach nicht, einfach nur Hardware auf ein Problem drauf zu werfen und zu schauen. So, und jetzt haben wir eine neue Generation, die jetzt vollkommen techniktalentiert. In Wahrheit ist es wie Geld auf ein Problem werfen. Aber es wird doch überhaupt nicht teuer werden, weil es wird doch so eine ganz tolle Public-Private Partnership geben, die das Microsoft oder mit Apple, genau. Trotzdem ist es teuer. Ja, sicher. Es wird unbekannter sein, wie zum Beispiel IBM oder SAP. Also kennt das jemand als Laptop-Hersteller oder sowas? IBM war es mal sogar. Wir werden es auf jeden Fall uns genau anschauen, was sich da tun wird in nächster Zeit. Weil ich sagen muss, ich will es jetzt auch nicht so generell verteufeln, wenn man dafür proprietäre Hardware einsetzt, aber da müssen, wie gesagt, die Rahmenbedingungen stimmen und man muss ein Konzept einfach im Kopf haben, was man den Kindern vermitteln möchte und was sie damit anstellen sollen. Wir schaffen es ja nicht einmal, zum Beispiel allen Schülern den gleichen Matura-Bogen in die Hand zu geben. Stichwort Zentralmatura. Ja? Also wie sollen wir das dann schaffen, allen Schülern einen Laptop in die Hand zu geben, der auch noch wesentlich komplexer ist als eine Prüfung. Eine Prüfung ist wenigstens einmalig und du kannst was daraus lernen und das nächste Jahr das besser machen. Wenn du beim Laptop es verkackst, bist du für 3 Jahre gebunden und wenn du die nächste Generation besser machst, also den nächsten Jahrgang, dann hast du plötzlich Kompatibilitätsprobleme auch noch eventuell. Das heißt, das ist 300 Mal mehr Aufwand, sollte da in die Planung gehen und es wird nichts. Ich sag's euch, ich werde dann selbst, wahrscheinlich sitze ich dann im Parlament und in diesem Untersuchungsausschuss. Ich sehe mich schon dort sitzen. Ah, oder als Journalist gesagt, darüber berichten. Gott. Ich würde so einen Satirefilm machen, ne, über die glücklichen Laptop-Kinder. Ich sollte jetzt einen Dokumentarfilm beginnen darüber, wenn ich dann in 20 Jahren herausfinden kann. Ich habe es immer schon gesagt. Das ist allerdings eine gute Idee. Apropos dumme Dinge, über die gerade Dokumentarfilme gemacht werden. Roland Thüringer. Ja. Wird über ihn ein Film gemacht? Oder über seine, jetzt gerade am Laufen, ich habe gerade die neuen Förderungsentscheidungen gelesen, über sein politisches Trottelprojekt wird ein Dokumentarfilm gemacht im Entstehungsprozess. Wird das eine Sitcom? Ja, das habe ich bei Trump auch gesagt. Ich weiß nicht, was es wird, das wird auf jeden Fall. Er kriegt halt Geld vom Staat, den er da, ich weiß nicht, in seiner Sendung, gegen den er was hat, kriegt er jetzt. Also das ist auch ein bisschen absurd, staatliche Filmförderung nimmt er ja jetzt gerne und das System dahinter. Und naja. Tut für das wahre Gute und Schöne. Ja. Da gibt es Schlimmeres. Bringst du Förderung für die Kronen? Große, vielleicht. Bist du schon fertig mit deinem Ding? Weil ich will da jetzt nicht wieder... Fix und fertig. Okay. Ich habe dank Trump ein großes Problem.
mit der Paywall der New York Times. Heute habe ich nämlich die Mitteilung bekommen, dass ich einen Artikel aufgemacht habe. Das ist Ihr letzter Artikel, den Sie in diesem Monat gratis lesen dürfen. Gott sei Dank beginnt morgen der nächste Monat. Aber das ist jetzt nur in einer Woche, dass ich so massiv viele Artikel gelesen habe, weil die einfach unfassbar Gutes produzieren im Moment. Mhm. Naja, Trump macht es Ihnen ja auch leicht. Naja, aber trotzdem muss guten Content produzieren. Also ich meine, die sind jetzt nicht so wurscht. Sie könnten sich auch anbieten und einfach Trump News machen. Und da war ich kurz schockiert. Aber auf jeden Fall in diesem Artikel ging es, der war es wert, der Letzte zu sein oder auch dafür zu zahlen. Da ging es nämlich darum, dass es gibt ganz, ganz wenig Kultur, öffentliches Geld für Kultur in den USA. Das haben sie in diesem Artikel symbolisiert dadurch, if you take all spending for cultural whatever, / Punkt, 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 dann waren 4 Kilometer lang Punkte, dann geht der Satz weiter, this would be der / in diesem Satz, so ungefähr. Das ist ungefähr das, gerade um es zu versinnmöglichen, wie wenig es eigentlich ist, worum es da geht, aber was da für eine Debatte ist. Und ich werde den Artikel auf jeden Fall auch teilen für die Leute, die noch Freiartikel gut haben. Hast du in die Shownotes reingeschrieben, dass man für mich? Nein, das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Aber ja, ich werde jeder natürlich nachliefern. Also und da wird auch ganz gut darüber berichtet, weil es gibt ja auch keinen öffentlich, es gibt sowas ähnliches wie einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den USA, PBS, aber die haben zum Beispiel nur die Hälfte des Budgets vom ORF, nur so zum Vergleich, ja? Und die sind immer ein ganz großer Dorn im Auge und all diese anderen, da waren ganz viele Beispiele dafür, für ganz dumme Sachen, die gefördert wurden. Theaterstück mit Schafen auf freier Weide oder auf der anderen Seite erzähle ich euch nachher eine Geschichte zu dem und, aber auch irgendwelche großen Museen, die irgendwie Bilder, wo es auch um immense Versicherungssummen zum Beispiel geht, dass man die aber in irgendeinem Staat im mittleren Westen zeigen kann, weil der sonst niemals ein Klimtgemälde dorthin kommt oder was auch immer, ja. Also ganz ein spannender Artikel und wo man auch weißt, Kunstförderung, rede ich immer gerne, auch viel debattieren kann darüber, ob das wirklich, aber Tatsache ist, es geht um extrem wenig. Ja. Also extrem wenig guter geht. New York Times Artikel, der diese Verhältnisse. New York Times sowieso, also ich finde auch, man sollte, ich weiß jetzt nicht auswendig wie viel, aber sich ein New York Times Abo oder ein Washington Post Abo jetzt kaufen und zahlen und nutzen, ist sicher das eine der besten Dinge, die wir als Europäer tun können. Ja. Auch wenn die Washington Post und Jeff Bezos gehört, wurscht. Weiß man jetzt eigentlich schon, ob der Trump eigentlich der Happy Kerkeling ist? Du sprichst dann auf dieses Video, wo er Inside Bush ist und den Bush fernsteuert? Nein, das ist ein Meme, das zurzeit so ein bisschen herumgeht. Okay. Ja. Wo das alle ist hoffen, ja schon vor ein paar Jahren gewesen, dass Happy Kerkeling und Trump noch nie in einem gleichzeitig jemals gesehen worden sind. Sehr verdächtig. War ja aus dem Postillon und ich. Oh ja, das stimmt eigentlich. Ich kann wieder hoffen. Wir klammern uns an die Aber da muss ich echt sagen, ha, Hut ab. Wenn das so gut ist. Niemand, wenn du gehört werden willst, musst du hier wirklich einbringen, sonst gehst du gnadenlos unter. Ja, das ist nur sind das Themen, wo ich nicht viel da so, jetzt komme ich zu meinem Schnell, Niemand. Hast du nicht ein zweites Thema gehabt? Ja, wie gesagt, ich kann auch über einen Film gerne reden, nur habe ich so das Gefühl, wir sind noch nicht in der Filmecke. Ja, stimmt, habe ich eigentlich auch nicht, aber wir könnten die Filmecke jetzt anreißen. Naja, haben wir keine Tech-Themen? Ich habe ein pures Tech-Thema mit Physik. Machen wir es zuerst, ne? Machen wir Physik. Ja. Achso, wollt ihr zuerst? Ja, okay. Tech und dann schöner ja, also wie ich drauf gekommen bin, ich habe dieser Tage mal ein paar Audioaufnahmen gemacht und habe mich mit Audio und so weiter ein bisschen beschäftigt und habe dann wieder an etwas gedacht, das nennt sich Pono Player. Das ist der von Neil Young? Ja, genau. Ja, okay, kenne ich aus. Das ist ein kleiner Player, im Prinzip in Anführungszeichen ein MP3-Player mit besserer Qualität. Also der ausschaut wie Toblerone. Richtig, genau. No joke. Ein Hardware-Player, genau. Das ist ja iPods früher. Ja, okay. Und die Kopfhörer anschließen, Musik hören. Und das war halt für Musikenthusiasten gedacht. Ist immer noch, das gibt es immer noch. Und sie haben auch einen Pono Music Store, wo sie Musik verkaufen. So, und ich habe letztens erst so einen Artikel drüber gelesen, und zwar bieten die dort das Dateiformat FLAC an, positiv, mit 192 bis zu 192 Kilohertz bei 24 Bit.
Was? Wie bitte? Habe ich mir nur gedacht, weil, ja, also irgendwie kommt mir das schon fast vor wie, wie nennt man das nochmal, Esoterik. Okay. Weil, was kann eigentlich ein menschliches Ohr hören eigentlich? Oh, das ist ja eine nie abreißende Diskussion. Richtig. Oder? Nur so als Beispiel, meine Kopfhörer können bis zu 15 Kilohertz wiedergeben. Mein Gehör kann 18 Kilohertz, wenn es gut, also jüngere Menschen können auch etwas über 20 Kilohertz hören. Und du brauchst schon mal mindestens die doppelte Sample-Frequenz. Da komme ich noch. Dann kommt nämlich, jetzt kommt, wieso gibt es keine Audiodateien bei 20 Kilohertz? Wegen dem Shannon-Nyquist-Theorem. Das sagt nämlich, man muss die doppelte Frequenz haben beim Aufnehmen und beim Abspielen und dazwischen, damit das wieder wirklich ankommt. Also wenn man 21 Kilohertz sozusagen haben möchte, muss man mit 42 Kilohertz aufnehmen und abspielen. Das besagt dieses Theorem? Ja. Wie heißt dieses Theorem? Shannon-Nyquist-Theorem. Shannon-Nyquist, das muss man merken. Ist das so circa, wie du doppelt so viel verdienen musst, wie du vorhast auszugeben, damit du gerade auskommst? Shannon, interessante Frage. Doppelte, naja, weiß nicht. In Österreich jedenfalls. Dieses Theorem werde ich jetzt in Diskussionen an ganz falscher Stelle gebrauchen. Und das ist, was du gesagt hast, gilt auch dann, wenn man dieses Theorem kennt. Ja, komisch. Ja. Das ist dann allerdings der hochstädtische Satz. Okay, jetzt bin ich überfordert. Jede Aufgabe dauert doppelt so lang, wie man ursprünglich schätzt. Ach so, und dann schätzt man das Doppelte und selbst, dann dauert es noch länger. Selbst wenn man diese Information hat. Ja. Das ist der hochstädtische Satz. Okay, interessant, ja. Ja, gut. Ja, aber das ist was, eigentlich hat das miteinander nichts zu tun, das hat etwas mit Abtastfrequenz zu tun. Aber du willst jetzt sagen, dass dieses FLAC-Format wesentlich besser ist als das, was du von deinem Gehör überhaupt hören kannst? Ja, das ist aber schon mal. Du fragst dich jetzt, für wen die das Marketing? Jein. Erstmal muss ich ein bisschen in die Theorie leider hineingehen, damit man es überhaupt verstehen kann, weil nämlich hier noch ein paar andere Sachen sind, die eigentlich sagen: Ja, man muss besser sein. Also, ja, diese doppelten. Magst du das Konzept von diesem Player mal erklären, weil damit man. Im Prinzip nur für Musikenthusiasten Musik bereitstellen. Und der Neil Young hat den eingeführt und der war ja irgendwie so angefressen, weil heutzutage hören die Leute so schlechte Qualität. Ja, genau. Und das soll das für die musikqualitätsbewussten Musik sein. Und die, warum sie diesen eigenen Shop haben mit diesen hohen Qualitäten, ist eben genau der Grund, weil eben MP3 und alle diese Formate mit ganz viel Verlusten und so weiter. Also die verkaufen dir die Dinge quasi noch einmal, aber eben es machen auch nicht alle Künstler mit und es liefern noch nicht alle, aber sie machen da auch ein bisschen Qualitätsauslesen und dieser MP3-Player hat halt auch, soll technisch auch in der Lage sein, zum einen diese wesentlich größeren Datenmengen zu erhalten und soll aber gleichzeitig aber nicht irgendwelche anderen Dinge verletzen, deswegen schaut er aus wie dreieckig wie eine Toblerone-Leiste. Ja. Kein Scherz. Ja. Und ein gelbes Arno. Also man sieht, das finde ich aber sehr verdächtig. Nachher ist das wieder Preisdiskrimination. Also dass du einfach was sauteures anbietest, was in Wirklichkeit genau das Gleiche macht. Und es steht Neil Young und Jack White und so weiter drauf. Ja. Und ja, das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr kritisieren. Eher dieses Esoterische, was dahinter steckt. Weil wenn du jetzt nämlich, nachdem du ein Shannon-Nyquist-Theorem angewendet hast und du auf die doppelte Frequenz kommst, ist das immer noch zu gut. Dann ist das das, was man bieten sollte. Also man spricht von 44.100 Hertz. Da das eine krumme Zahl ist, geht man auf eine glatte Zahl, wie zum Beispiel 48.000 Hertz. Das ist tatsächlich in der Informatik eine glatte Zahl. Und ja, jetzt kommt aber etwas anderes, weshalb es tatsächlich Mikrofone gibt, die 192 Kilohertz, die dort anbieten, überhaupt können. Und zwar, wenn man eine Audiodatei bearbeitet, dann gibt es Verluste. Und deswegen sollte man nochmal das Doppelte nehmen und dann eventuell nochmal das Doppelte, ist in Ordnung. Also 96 Kilohertz ist das Doppelte von dem, was man Minimum haben sollte. Und 192 Kilohertz ist das Vierfache von dem, was man mindestens haben sollte. Und das Achtfache von dem, was das menschliche Gehör überhaupt hören kann. Und du willst ja schließlich die Musik auch einmal an die künstlichen Intelligenzen, die du erschaffen hast, weitervererben. Und die hören vielleicht besser. Das ist eine interessante... Na gut, das ist ein Argument. Aber zumindest für uns Menschen ist das wurscht und man muss es nicht anbieten. Es reicht ja, wenn man es aufnimmt,
und das später noch immer hat. Aber wieso brauchen wir 192 Kilohertz? Und wieso bewerben die das auch noch? Die schreibt nämlich sogar auf der Homepage, hört man da eigentlich einen Unterschied? Ja, natürlich hört man da einen Unterschied. Aber schon bereits MP3 und FLAC mit 44 Kilohertz, da hörst du den Unterschied. Also jemand, der sich auskennt, auf jeden Fall. Wenn du bei Apple was kaufst, hören die meisten wahrscheinlich gar keinen Unterschied. Und aber zwischen 44 kHz und 192 kHz, das kann mir keiner erzählen, dass das jemand hören könnte. Das ist definitiv ausgeschlossen, dass das wirklich einen Unterschied machen soll. Vielleicht gibt es Besitzer, die das ihren Katzen hören lassen, oder? Boah, Haustiere. Ich will mal ausprobieren mit meiner Katze. Ja, okay, Tiere ist was anderes. Das sind ja aber kein Mensch. Geht es dann nicht auch noch so ein bisschen darum, dass man sagt, die Qualität, was eine Platte liefert, die man in den anderen Trägermedien nicht mitliefern konnte, dass man das quasi irgendwie ins Digitale übersetzt und sagt, wir liefern jetzt technische Sachen mal außen vor, das Achtfache, ja, wir liefern das Achtfache für die Leute, die ein bisschen besser hören, die haben dann tatsächlich was davon. Mhm. Und ich weiß dann jetzt nicht, wie Leute, die, wenn es an Profis geht oder an wirkliche Konnoisseure, dass dann auch die bearbeiten wollen oder so, dass die dann gleich diese... Das dürfen sie ja nicht. Das ist halt für den privaten Gebrauch. Ja. Also hier ist halt so eine Sache. Auf der anderen Seite steht dann halt das Argument mit dem Platz, ne? Dass das auch ein Mehrfaches des Platzes braucht. Das ist viel, viel größer. Und da würde ich die Frage stellen, das Projekt ist aber jetzt auch schon 7 Jahre alt, glaube ich. Also 2017. Ich sage in diese Toblerone geht schon einiges rein. 128 Gigabyte. aber bei 192er Flax ist das ja, ich weiß nicht, ein Album hat, glaube ich, dann so ein halbes Gigabyte oder so. Also wir reden hier nicht von... Das ist viel schlimmer sogar noch. Vielleicht sogar mehr, oder? Also zum einen, sie haben 24 Bit statt CDs. Also Vergleich CD. Ich rechne so eine durchschnittliche CD, habe ich immer so in durchschnittliche MP3-Qualität importiert. Damals noch so mit zwischen 70 und 90. Je nachdem. Ja. Und das habe ich jetzt hochgerechnet auf ein halbes Gigabyte mal 8. Ja, allerdings bist du mit 16-Bit und 44 Kilohertz bist du bereits bei der Hälfte ungefähr der Größe einer CD. Das heißt also, die Hälfte einer CD ist die Datei dann groß. Und wenn du jetzt das hochrechnest, dann ist das 1, 2, 4, ja, wahrscheinlich das Vierfache an Größe kann es durchaus annehmen. Mindestens. Ja. Und dann noch die. Und die Frage ist dann auch, was liefern ja diese, manche Musiker übertreiben sie im Studio mit Tonspuren und all diese Dinge, wo dann wirklich viel rausgerechnet wird, wenn sie es dann auf CD bringen. Richtig, Und das könnte aber in diesem FLAC dann mitgeliefert werden, habe ich mir damals so oft, meine Information ist schon ziemlich outdated, weil ich dieses Projekt schon lange nicht mehr mitbekommen habe, aber damals eben hat es mich schon interessiert, was da passiert. Aber ja, also mich hat es auch interessiert, aber das Interessante ist, wenn die mit 192 Kilohertz, also es gibt Mikrofone mit 192 Kilohertz, die das können, es gibt auch die ganze Hardware dafür, um das aufnehmen zu können, aber auch nur, weil man weiß, dass man anschließend nur 48 Kilohertz haben möchte. Wenn die jetzt mit 192 Kilohertz aufnehmen, und das dann als FLAC bereitstellen dem Kunden, nachdem sie es bearbeitet haben, bleibt die Qualität gar nicht mehr vorhanden. Das heißt also, da fällt wahrscheinlich nochmal einiges aus dem raus. Also bräuchten sie eigentlich noch genauere Mikrofone. Weil die Theorie ist ja, dass sie quasi das absolute Masterband haben und von dem die bestmögliche Digitalisierung durchführen. Was ja beim Film auch passiert. Ne? 70 mm ist was ganz anderes, als wenn wir es dann auf DVD kriegen. Ist ja das Gleiche passiert dann im Wald. Aber beim Film ist es auch noch was anderes. Ich wollte sowieso noch auch auf Film ein bisschen eingehen. Beim Film ist es so, dass wir noch lange nicht bei dem sind, was wir als Menschen wahrnehmen können. Da ist noch wir sind weit davon entfernt. Also 10K ist noch ist eigentlich noch zu wenig. Wir bräuchten eigentlich schon mehr. Und auch farbenmäßig. Und auch farbenmäßig, genau. HDR ist nur der Anfang, da wird noch mehr kommen. Also, und auch die Frequenz. Also, man muss besser aufnehmen, als man zum Schluss hat. Das ist auch noch eins der größten Argumente für tatsächliches Filmmaterial. Ne? Ja.
mehr möglich ist noch. Als, ja. Und aber irgendwann wird es auch dort ins Esoterische abgleiten, ja, vermute ich. Und wenn man jetzt denkt, mit 3D-Filmen ist eigentlich genau das Gegenteil passiert. Da hat man sozusagen den Menschen super, 3D ist besser verkauft und die Bildqualität ist so enorm viel schlechter. Sind die Menschen eigentlich schon bereits mit dem, was sie jetzt haben, zufrieden? Das heißt, wir haben jetzt die MP3-Qualität erreicht, ja? Weil du es gesagt hast, mit dem Esoterischen bei Filmen, haben wir ja schon gehabt mit der High Frame Rate. Das dauert statt, wie viel, 24 Bilder pro Sekunde? 48 war der Hobbit. Wurde auf 48, ja. Und das ist gefloppt? 48, das war Hobbit. Der Hobbit war das. Mit dem Hobbit wurde das erste Mal ausprobiert. Ja. Das Problem, was so vermittelt wurde, war, dass es so Soap-Opera-mäßig ausschaut, weil plötzlich alles zu sehen ist, dass nichts mehr kaschiert werden kann. Und manche Leute haben halt auch, ich weiß nicht, was waren da noch so für Sachen? Also jetzt geht es um Wahrnehmung, nicht um physikalisches Realität, sondern um Wahrnehmung. Soap-Opera-Effekt, teilweise manche Leute das wirklich nicht verkraftet haben oder die das Gefühl hatten, das ist mir jetzt wirklich zu viel, warum auch immer. Weil ich meine, das menschliche Auge, und ich meine, Menschen sind alle gleich. Und man sagt so, dass Bewegungswahrnehmung beginnt so bei 12 im Durchschnitt und dann gibt es halt Leute, bei denen, die sind halt gut und da fängt es vielleicht, und deren Hirn funktioniert ein bisschen anders, fängt es vielleicht bei 9 oder so schon an und dann theoretisch sollte es dann quasi alles besser werden, aber offenbar gibt es auch irgendeine Art von geistiger Grenze und jetzt nicht technische Grenze, die Fernsehen oder Kino mit 24, 25, 29 und 30, sondern das eben bei 48 tatsächlich irgendeine Art von... Ich glaube da auch an von, das ist aber wieder... Und manche Leute das geistig tatsächlich nicht damit umgehen können, was auch immer die physikalische und oder medizinische Erklärung dafür ist. Oder psychologische. Computerspielen, ne? Wenn die Framerate auf 90 ist, hörst du nie eine Beschwerde. Ja. Aber hier möchte ich aber sagen, 25 Hertz ist, Entschuldigung, 25 Bilder die Sekunde ist das, was das Auge braucht, um wirklich ein flüssiges Bild zu haben. Diese 24 Bilder pro Sekunde, beziehungsweise die 23,98 Bilder pro Sekunde, die man eigentlich beim Film bisher hatte, sind zu wenig. 25, wie man es in Europa eigentlich hauptsächlich hatte, wären eigentlich besser. Und jetzt kommt das Shannon-Nyquist-Theorem. Deswegen 48 beziehungsweise 50 Bilder pro Sekunde. Das ist der Grund, weshalb man da hingeht. 100 Bilder pro Sekunde macht nur beim Aufzeichnen Sinn, ergibt nur dann Sinn, aber beim Abspielen ist es wieder irrelevant. Also 100 Hertz beim Abspielen. Bei Gamern gibt es tatsächlich wohl Menschen, die so genau sind, aber das hat andere Gründe, weshalb. Ja, und dann gibt es diese super Zeitlupen halt, ne? Wofür man die vielen dafür Bilder braucht man es auch. Ja, aber deswegen ist es auch sinnvoll, so gut wie möglich aufzunehmen, aber beim Abspielen ist das alles. Alles, was über der Wahrnehmungsgrenze ist, plus die Shannon-Nyquist-Theorem, ist eigentlich völliger Wurscht. Übrigens, beim Analogbereich brauchst du Shannon-Nyquist-Theorem nicht so wirklich beachten. Das ist nicht ganz so wild. Aber auch trotzdem wichtig. Apropos Shannon-Nyquist-Theorem. Ich wollte nur das... Apropos sagen. Ich mag den Ausdruck so. Du wolltest das Theorem. Ich wollte das mal anbringen. Ja, ja, wegen Auflösung und Bildabfolge und so, ich finde, das hat ja doch eigentlich auch, finde ich, sehr viel mit den eigenen Schaugewohnheiten zu tun. Ich kann mich erinnern, wie dieses High Definition TV aufgekommen ist und ich habe zum ersten Mal eine Folge CSI, was war das? Das erste Miami. War Las Vegas. Nicht das Las Vegas, das Orange. Das war Miami. Miami, genau. Wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist in der Besenkammer von Mauricio aufgenommen. Also ich konnte das einfach nicht greifen. Also auf einmal hat diese Ästhetik relativ billig auf mich gewirkt. Also wie du es schon gemeint hast, dieser Soap-Opera-Effekt geht aber dann eigentlich total weg. Beim 3D tue ich mir schwer, weil es für mich die Farben halt ein bisschen kaputt hat durch die Brille. Das ist alles ein bisschen dunkler, das ist halt sehr schwierig. Und nicht nur mir geht es so, ich habe mit einem Freund geredet, der wollte sich zu Weihnachten Indiana Jones anschauen. Und bei seiner Familie gab es einen brandneuen 4K-Fernseher und sie hatten auch ein entsprechendes, anscheinend viel Material zum Abspielen von Indiana Jones. Hat gesagt, dass sie da abbrechen müssen. Er konnte das nicht schauen, ohne den verwaschenen Verschleiereffekt oder keine Ahnung, in dieser Auflösung.
hat Indiana Jones halt nicht auf ihn gewirkt. Wobei die Frage ist, auf welchem Medium war das denn da? War das denn eine 4K Blu-ray? Das aber, deswegen habe ich davon gesprochen. Also er hat gemeint, es war ein 4K-Film auch. Ob das jetzt eine Blu-ray war, eine 4K-Blu-ray, da müsste ich nicht das. Alles andere wird ja nur abgescaled auf 4K. Genau, dann dürfte das eigentlich gar nicht wirken. Und, genau. In dem Fall muss es eine neue Abtastung gewesen sein, weil ja die Filme als Ausgangsmaterial ja noch jede Menge Informationen noch nicht gar nicht hergegeben haben, weil wir technisch nicht in der Lage waren, sie abzugreifen. Okay. Und jetzt gibt es dann immer diese neuen Abtastungen, teilweise Nachkolorationen. Da gibt es jetzt so ein tolles Bild, geht auch gerade durchs Internet, von einer Auschwitz-Opfer, deren Fotos, die koloriert wurden. Toll, also auch mit dem, tatsächlich dürfte da das Negativ und alles Mögliche verfügbar gewesen sein, dass man das machen konnte. Und das machen sie halt jetzt für ganze Filme. Und bei Indiana Jones ist es halt speziell, weil den kann man noch verkaufen im Regal, da zahlt sich das aus und in weit lässt man eine Maschine drüber laufen und fertig, der Aufwand ist relativ gering. Und also, ja genau, also selbst wenn es nämlich eine Upscale-Geschichte ist, die er sich angeschaut hat, das spricht ja dann auch für meine Theorie, dass da halt auch sehr viel Psychologie reinspielt in diese ganze Ästhetik-Geschichte. Und das und bei Audio nämlich auch, es ist ja auch die Goldkabel. Und das kann, nur ganz kurz, es kann aber sein, weil als ich das Ganze mit dem High Frame Rate mitbekommen habe, gab es ja unzählige Beschwerden, eben so wie jetzt zum Beispiel bei Virtual Reality, dass Leuten wirklich schlecht geworden ist und dass sie aus dem Kino gehen mussten. Weil ihnen wirklich das, physisch schlecht geworden ist. Also ich glaube, da ist nicht mehr viel Psychologie mit drinnen, sondern das irgendwas in uns drin verkraftet das einfach nicht. Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Es gibt echt viele Computerspiele und bei Filmen diese Epilepsie-Warnung, ne? Dass bunte Bilder können bei Leuten, die zu epileptischen Anfällen neigen, können das auslösen. Aber das flimmert ja weniger. Je höher die Frequenz ist, desto weniger flimmert es. Dass jemanden, wenn man 3 Stunden im Kino sitzt, ja, dass jemandem schlecht wird, dass das zufällig diese Personen betroffen hat, da sind sicher ein paar Zufälle dabei, die man rausschreiben muss. Ich habe auch keine Erklärung, das habe ich ja vorher gesagt. Ich weiß es nicht, warum es so ist und ob das eine Wahrnehmung war, dass Leute davon gelesen haben, dass irgendwo jemand mal einen völlig normalen Schwächeanfall hatte und dann haben sich die Leute das eingebildet. Und aber es hat sich erledigt. Es ist seit dem Hobbit kein relevanter 48-Frame-Film mehr rausgekommen. Und es wird auch nicht mehr, weil es war einfach, musste man Hobbit noch irgendeinen Grund finden, den Aufschlag zu rechtfertigen. Und ich erinnere mich, Teil 2 vom Hobbit war das teuerste Kinoticket, das ich jemals bezahlt habe. Wirklich? Wie viel denn das? Es waren 16,80 €. Zwei normale Tickets. Das heißt, 3D, higher Frame Rate. Überlänge. Das Wochenende, Überlänge. Alles zusammen. 16,80 €, glaube ich, war es. Also ich versuche immer unter 7 € ins Kino zu gehen. Ich gehe mal am Montag, ja. Ja. Was dafür Mehrwert? Also du zahlst das ja trotzdem. Ah, okay, das wusste ich gar nicht, dass da noch mehr Mehrwert. Nein, du zahlst das Gleiche, weil du mehr Werbung siehst. Also du bezahlst anders. Nichts ist gratis, ne? In dem Sinne. Zu spielen montags mehr Werbung sozusagen. Würde ich behaupten, ich habe keine. Ich habe sogar ein bisschen Empirie dazu, aber ich habe keine tatsächlich nachhaltigen Beweise. Deswegen lohnt es sich immer für mich, dann zu spät zu kommen. Ja, wenn wir schon bei Filmen sind, Nemat, hast du uns einen Film mitgebracht? Ja, habe ich. Habe ich. Übrigens nur, ich wollte nicht rüde sein, ja, aber mein Name ist Nenad, also mit 2 N. Nenad, Entschuldigung. Nenad. Genau. Ja. Okay, ja. Sorry. Kein Problem. Ich habe einen Film mitgebracht und zwar ähnlich wie der Harry jetzt auf Hollywood-Diät ist, war ich vor circa, ja, dürfte jetzt ein knappes Jahr her sein, auf einem Exkurs, dass ich mich vermehrt mit jugoslawischem Kino auseinandergesetzt habe und dann auch mit den Filmen der jeweiligen Nachfolgestaaten. Und ein Film, der mir damals über den Weg gelaufen ist, den habe ich jetzt vor 2 Tagen wieder gesehen, und zwar Clip. Sagt euch das was? Überhaupt nicht. Der Friseur, oder? Nein. Nein, keine Ahnung. Nein. Clip ist ein serbischer Film aus dem Jahr 2012 und zeigt das Leben eines 14-jährigen Teenager-Mädchens, die so ein bisschen in einem zerrütteten Elternhaus lebt. Ja, also
der Vater leidet an Krebs, die Mutter kümmert sich überhaupt nicht mehr um sie, nur noch um den Vater. Sie fühlt sich alleine gelassen, sucht Trost bei ihren Freundinnen. Sie gehen alle gemeinsam auf Partys, versuchen irgendwie ihr Leben mit Sinn zu füllen. Und ja, macht halt so Sachen, die Teenies halt machen auf Partys. Ne? Sie besäuft sich, sie kokst, sie kifft, was nicht alles. Und das geht so lange, bis sie einen Jungen kennenlernt, in den sie sich verliebt, der sie aber ehrlich gesagt wie Dreck behandelt. Mhm. Und es ist ein sehr beachtenswerter Film, weil er sehr viel Raum für Interpretationen bietet, was denn da eigentlich gezeigt wird. Denn anhand dieses eines Schicksals von einem 14-jährigen Mädchen kann eigentlich eine komplette Parabel über die Gesellschaft gezogen werden, über die Jugendkultur gezogen werden. Okay. Außerdem ist es ja, ich weiß nicht, ich vergleiche es immer so ein bisschen als Clip, als eine Mischung zwischen Der Nachtmahr und Irreversibel, ja, also vom Nachbarn jetzt, ja, unglaublich gleißende Lichter, ein pubertierendes Mädchen, viele Partys und von Irreversibel die Darstellung von Sexualität. Okay. Also Sex hat dort nichts ästhetisch Schönes, etwas Romantisches, sondern ist einfach nur ein stumpfer und hässlicher Bewegungsablauf. Ist das generell aus dem Stil des Filmes eine realistische Darstellung statt auf Ästhetisierung zu setzen? Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Ich meine, Sex kann natürlich auch etwas Schönes und Gefühlvolles haben, ja, aber in dem Fall ist eben, weil der Junge, in den sie sich verliebt, der empfindet eben nichts für sie. Der benutzt sie einfach nur, weil, ja, er ein Rohr braucht. Okay, ja. Na, und es ist ein wirklich wundervoller Film, der mit, ja, zweitbeste Film, den ich 2016 gesehen habe. Ich erstelle da immer so meine Listen immer am Ende des Jahres. Und auf jeden Fall eine Sehempfehlung. Würde ich jedem hier raten, unbedingt ansehen. Und wenn ich jetzt... Gibt es die wohl im Internet? Natürlich, bei Letterboxd. Okay. Ja. Das sind jetzt einige bei Letterboxd. Bist du auch bei Letterboxd, Harry? Ich habe mir das vor Jahren mal angesehen und mich sofort wieder davon entfernt, aus Selbstschutzgründen einfach. Du würdest versinken. Ich führe eine kleine Excel-Liste jedes Jahr. Und das reicht. Und dann lösche ich sie wieder. Und... naja, also Google Docs, sind wir ehrlich. Okay. Wenn ich jetzt bei Bild nachwirken wäre, würde ich den Juri jetzt natürlich fragen, konnte ich euch heiß machen? Wollt ihr euch den Film ansehen? Ja, prinzipiell schon. Also weil es Serbisch finde ich schon mal sehr interessant. Kenne ich nicht so viel, glaube ich. Ich muss da immer fragen, wenn es um lokales Kino geht, was macht den Film Serbisch? Also ist das so ein Film, der... Ist das Original mit Untertiteln? Also außer die Sprache, aber ist das ein Film, der überall anders auch hätte gedreht werden und gespielt? Ja, gedreht hätte, ja, können und weil eine Eigenheit des serbischen Films jetzt vor allem nach dem Zerfall Jugoslawiens ist, dass immer so ein gewisser Nachkriegs-Vibe mitschwingt. Ja? Also nur ein Beispiel jetzt. Irgendwann kommt das Mädchen, Jasna heißt sie übrigens, ins Krankenhaus, weil ihr Vater ist ja krank. Und das Krankenhaus, das wirkt so wie, ja, aus Spielen wird man es kennen, oder aus so Psychothrillern. Wie man sich vorgestellt hat, dass ein Waisenhaus ausschaut vor 100 Jahren. Also riesengroße Räume, Decken, die 8 Meter hoch sind, die Farbe blättert schon von der Wand ab, der Boden knarzt und knirscht. Die Betten schauen aus, als hätte man sie aus einem Lazarett geklaut. Also wirklich fürchterlich. Und das sind eben die Krankenhäuser. Und ich kann es bestätigen, so schauen Krankenhäuser teilweise wirklich aus in Serbien. Ich war schon mal in einem. Und in dieser Nachkriegsvibe wird entweder direkt angesprochen, in den meisten Filmen sogar, und bei Clip wirkt er eben so mit, weil sie lebt in so einem, ja, Suburb-Teil von Belgrad, das ist nicht ganz eine Vorstadt, sondern eher so ein Außenbezirk. Ja. Und alles ist hässlich, zugesprüht mit Graffitis, Plattenbauten. Wenn ein Haus geziegelt ist, gibt es keine Fassade drauf. Die Straßen sind voller Schlaglöcher, solche Sachen. Und das schwingt, wie gesagt, eben jeden serbischen Film so mit. Nach 1995 Pi mal Daumen. Jetzt verstehe ich, was du meinst mit dem Nachkriegsflair. Ja, okay.
Und deiner Einschätzung nach hat der Film eine realistische Momentaufnahme? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das zeigen jetzt nur das Schierteste. Auf jeden Fall, ja. Ich habe ein Interview mit der Regisseurin gelesen. Sie hat lange Jahre als Sozialarbeiterin gearbeitet und hat dort viel auch mit Jugendlichen zu tun gehabt und hat irgendwann das Bedürfnis verspürt, einfach mal darzustellen, wie es ausschaut in der Generation mit der Jugendkultur. Und ist ihr auf jeden Fall gelungen, meiner Meinung nach. Ja, cool. Ja. Und ja, wie gesagt, den Film gibt es im Original mit Untertiteln. Es gibt ihn auch in Deutsch synchronisiert. Also man kann jetzt in Saturn gehen und sich die DVD kaufen. Würde ich aber von abraten, das ist die beschissenste deutsche Synchro, die ich je in meinem Leben gehört habe. Okay. Und wir haben einen Tag auf den Lederhosen-Zombies gesehen. So ist es. Weil wir gemeinsam dort. Ja, ja. Ich bin seit Underground und großer immer Kusturica-Film-Fan. Kusturica ist super, ja. Weiße Katze, schwarze Katze, super, ja. Oh ja, ist cool. Sehr cool. Es gibt diesen einen Regisseur pro Land, den die Welt doch irgendwie kennt. Und ja, zu Recht hat er einige super Filme gemacht. Ja, und der Film wird mich auch interessiert, wegen zwei Aspekten, die du erwähnt hast. Einerseits, dass es eben dieses Einzelschicksal zeigt, aber eine Momentaufnahme irgendwie von der Generation vielleicht noch abbildet. Zweitens, weil es eine Regisseurin ist, was ich auch immer spannend finde. Und drittens, der serbische Aspekt. Ja, gut. Ja, ich habe die DVD, kann ich gerne mal herbauen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Filmen noch weiter? Ja, ich habe einen Film, ich habe nur den Titel vergessen, ich muss noch schnell nachschauen. Ich kann ja schon mal anfangen, es ist im Prinzip das Vorbild zu Hogan's Heroes oder auf Deutsch Ein Käfig voller Helden. Ein Käfig voller Helden? Käfig voller Narren? Nein, Käfig voller Helden war doch... War eine Serie, ja. Mit eine schlechte Serie eine mit amerikanischen Kriegsgefangenen in Deutschland. Einem Nazi-Lager, also einem Gefangenen-Lager. In Stalag 13 war das. Das ist das The Dirty Dozen. Redest du gerade von dem? Nein, ach Mann, ich muss jetzt wirklich nachgucken. Ich weiß, was du meinst. Du meinst Allo, Allo? Nee, war es auch nicht. Gesprengte Ketten. Das Interessante ist aber, dass sogar der Feldwebel Schulz aus der Serie vom Namen her 1:1 vom Charakter übernommen worden ist aus dem Film. Es gab da sogar einige Dings, wie heißt das nochmal, ein paar Klagen von dem Studio, was den Film gedreht hat. Jetzt komme ich wirklich gerade nicht auf den Namen von dem Film. Ja. Erzähl ich einfach von dem Film und dann reiche ich es nach. Okay. Oh Mann. Er ist von Billy Wilder. Das weiß ich noch. Er ist in Schwarz-Weiß von 1952 oder 51. Da guckst du gerade nach? Nein, ich gehe gerade alle Billy Wilder-Filme durch. Ich gehe gerade nach. Stalag 13, es gab ja einen Film, der Stalag 13. Stalag 17. Stalag 17, der ist aber aus den 50ern. Ja, ja, ja. Genau, die aus den 50ern. Ja, ja. Also ich weiß nur nicht. Einer der wenigen Billy Wilder, die ich nicht gesehen habe. Oh, ich bin... Nicht gesehen, ja, es geht halt darum, dass ein paar Kriegsgefangene, also amerikanische Kriegsgefangene in Deutschland in einem Strafgefangenenlager ihr Leben sozusagen gerade fristen müssen, weil sie halt gefangen genommen worden sind. Und sie versuchen halt doch ihr Leben angenehm zu machen. Sie haben ein Radio illegal, um Nachrichten zu hören und noch ein paar andere Sachen, die sie eigentlich nicht haben dürften. Und irgendwann kommen die Deutschen plötzlich drauf, dass das da existiert, dieses Radio. Und sie fragen sich, nanu, woher wissen die das? Und sie vermuten dann so langsam, nachdem ein paar Sachen schon derart passiert sind, dass es vielleicht einen Maulwurf gibt, ja, einen Spion unter ihren eigenen Leuten und versuchen, den ausfindig zu machen. Das ist im Prinzip das, was sozusagen die Rahmenhandlung ist. Mhm. Was bei dem Film kritisiert wird, ist, dass diese Handlung eigentlich nicht so wirklich primär vorangetrieben wird, sondern, ach, der Film heißt sogar Stalag 17. Ja, 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 habe ich ja gesagt.
Entschuldigung. Ja, ja, ich dachte, die Diskussion war alle. Ja, ich auch. Steinberg 17 ist der Film. Deswegen war ich so irritiert, dass ich nicht drauf gekommen bin. Und ich dachte, du redest gerade über Steinberg 17, weil es dort spielt und nicht, weil der Film so also, heißt. Nein. Ja, okay. Also, was den Film irgendwie interessant macht, ist erstens, er ist in Schwarz-Weiß. Zweitens... Das ist für dich ein Kriterium für interessant? Okay. Ja, durchaus. Weil, ja, wieso eigentlich in Schwarz-Weiß? Wieso ist das interessant? Irgendwie hat es einen Charme. Es hat was Eigenes, weil mit den Farben kann man nicht wirklich gut arbeiten. Und dann, hat ja jeder Film der 30er und 40er einen eigenen Charme, der für dich dann ebenfalls interessant wäre. Ja, definitiv. Für mich ist sowas auch schon etwas Interessantes. Mhm. Also ich finde, nur so wieder zurück mit bitte. 50 Hertz, 10K finde ich schamlos. Das ist hat nicht so wirklich was. Also erzählen wir den Film und dann diskutieren wir. Ja, okay. Worum ist in dem Film, also was der Film eigentlich darstellt, ist eben die Kriegsgefangenen, die Kommunikation. Da gibt es zum Beispiel einen, der ist total verliebt in einen Hollywood-Star und hätte gern sie als Freundin und möchte sie überhaupt mal kennenlernen und ist immer deprimiert dadurch, dass es nicht möglich ist. Und sein Kumpel, ein recht lustiger Typ, ohne dass man wirklich lachen muss über ihn. Also ist nicht so ein dick und doof Typ, sondern einfach nur ein fröhlicher Mensch, der lustige Dinge macht auf einen gewissen Charme. Der versucht, ihn aufzumuntern. Zum Beispiel zieht er sich eine Perücke auf und stellt sie dann dar. Und man muss echt sagen, dieser Schauspieler hat es echt drauf. Der hat diese Dame dann wirklich von der Mimik sehr gut wieder dargestellt. Das war also wirklich dieser Charakter war wirklich sehr interessant dadurch. Dann gab es einen Typen, der hat halt das Beste draus gemacht. Er ist im Kriegsgefangenenlager. Okay, wurscht. Ich kann aber trotzdem handeln. Und hat dann gehandelt, hatte zum Schluss Sektflaschen, Fotoapparate. Die Figur des Händlers gibt es in jedem Gefängnis- und Gefangenenlagerfilm. Ja, ich weiß nicht, ob sie das... Ja, aber den hat man dann auch irgendwann unter Verdacht, dass er der Spion sein könnte. Es gibt immer den Händler, den Buchmacher. Ach ja. Der ständig ausbrechen will und nie gelingt ihm. Ja. Die gibt es tatsächlich nicht. Den alten Weisen... Den Jungspund. Es gibt immer die gleichen Typen in diesem Film. Es gibt aber auch Ausnahmen. Ich bin ja ein großer Freund, tut mir leid, dass ich jetzt unterbreche. Ich bin wirklich ein großer Freund von Knastfilmen und einer meiner absoluten Favoriten überhaupt bei allen Filmen, die ich jemals gesehen habe, ist Le Trou. Weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist ein französischer Film von 1960, der letzte Film, den Jacques Becker noch gedreht hat, bevor er gestorben ist. Und da geht es eben darum, dass wir eine Gruppe haben von 5 Leuten, Inhaftierten, die gemeinsam ausbrechen wollen. Wir wissen nicht mal die Namen von denen, also wissen gar nichts. Es geht nur um diesen Ausbruch. Und ist so unglaublich toll gefilmt mit, so unglaublich beklemmend, ohne jegliche Musik zu verwenden, nur durch die Kameraarbeit ist das so, ja, so einengend, dass es wirklich einen den Magen umdreht. Ja. Ich glaube, das ist bei den richtig guten Gefängnisfilme, sind ja, weil sie diese Welt vermitteln, mit der wir alle hoffentlich nicht konfrontiert werden wollen, aber trotzdem irgendwie fasziniert davon sind, weil halt auch da die Charaktere, die da drin sind, und davon das eigene Subgenre der Kriegsgefangenenlagerfilme, da muss man dann sagen, da sind, ich meine, die Brücke am River Kwai ist ein Beispiel von einfach nur grandiosen Filmschaffen, unerreicht. Ich bin nicht der größte Fan von The Great Escape, aber viele, viele Leute lieben den heiß. Ich auch. Ich finde ihn sehr schön. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Gesprengte Ketten mit dieser bekannten Motorradfahrt von Steve McQueen. Und da, wo so ein riesengroßer Tunnel gebaut wird, der noch einstürzt und so. Und es gibt aber auch kleine Perlen, zum Beispiel Merry Christmas, Mr. Lawrence mit David Bowie. Vielleicht großartig, ein japanisch-britischer Film, wo dieser Culture Clash noch zusätzlich passiert, weil die Deutschen sind immer so Klischee-Bösewichte, die werden selten irgendwie personifiziert, aber in Merry Christmas, Mr. Lawrence ist es so ein Kampf zwischen
Der ist ein amerikanischer Gefangener, der britische Offizier David Bowie, der dazukommt. Und das ganze Lager wird so japanisch, also ist ein japanisches Gefangenenlager und du hast halt diesen Culture Clash, wie sich die da annähern. Und der Film beginnt aber schon damit, dass jemand hingerichtet oder nur gefoltert wird, weil er irgendwie homosexuell ist, ein japanischer Soldat nämlich. Also du hast da diese ganzen, also es geht schon so los und es ist wirklich, wirklich ein ganz großartiger Film, der in dieser in diesem Genre des Kriegsgefangenenlagers. Und dann gibt es natürlich diese, wie heißt irgendwas mit Sonne, wo Christian Bale als Kind mitspielt, wie heißt der? Wiege der Sonne. Genau. Oder der Christian Bale hat doch als Gefangenenlagerfilm von Werner Herzog mitgespielt, wo es die Doku dazu gegeben hat. Little Dieter Wants to Fly war die Doku und dann hat er noch einen Spielfilm. Okay. Auch in Asien ist er da. Nee, also, war das nicht, war das Christian Bale? Ist das nach einer wahren Geschichte? Nach einer wahren Geschichte, und der hat sich auch so runter. In also wo sozusagen Rückblenden sind, wie der... Na, wie gesagt, es gibt eine Doku und es gibt einen Spielfilm. Und ist gar nicht, also der ist schon ein paar Jahre her, aber okay. Ist einer der letzteren, Werner Herzog, der war auch gar nicht schlecht. Und apropos noch Gefängnisfilm, Alcatraz natürlich, klingt nicht gut. Und Flucht von Alcatraz. Ja. Alcatraz. Und von diesen... Und die Klapperschlange. Ein ganz schwer... Kann man immer bringen. Ja, klar. Klar, ja. Und einer von den schwer unterschätzten Kriegsgefangenen-Lagerfilmen ist Von Ryan Express. Okay. Mit, also von Ryan. Mhm. Mit Frank Sinatra in der Hauptrolle. Er spielt in einem italienischen Gefangenenlager, wo die Amerikaner ausbrechen. Mir würde Papillon noch einfallen. Kenn ich nicht, aber ja. Mit Steve McQueen und Dustin Hoffman, der ja auch nach einer wahren Geschichte ist, wo französische Gefangene, weil eben in Frankreich kein Platz mehr ist, in Gefängnissen nach Französisch-Guayana, glaube ich, gebracht werden. Mhm. Okay. Und dort auf einer ganz einsamen, kargen Insel leben müssen. Und wo gleich am Anfang die Regeln festgestellt werden, versuchst du einmal auszubrechen, musst du ein Jahr ins Loch, versuchst ein zweites Mal auszubrechen, musst du 10 Jahre ins Loch und versuchst ein drittes Mal auszubrechen, bringen wir dich um. Das ging aus Asterix. Ja. Wenn dir das erste Mal das Brot in den Käse fällt. Ja, genau. Ja, genau. Und Steve McQueen ist halt einer, der will unbedingt weg von der Insel, ne? Und ihr seht dann halt größtenteils, also der Film hat glaube ich 2-2,5 Stunden, ne? Und locker eine Stunde davon zeigt nur Steve McQueen, wie er das zweite Mal nach einem zweiten Ausbruch versucht, geschnappt wird und in das Loch dort hineingebracht wird. So ist es quasi eine Stunde lang nur ein Kammerspiel, wie er mit sich selbst interagiert und versucht, irgendwie bei Stand zu bleiben. Das muss ihm gefallen haben. Der war ja bekannt dafür, wenn er nicht mindestens so und so viel Screamtime hatte, dann hat er einen riesen Ärger gemacht. Also wenn, wehe, du castest irgendwie einen gescheiten neben ihm oder so. Der Karibik spielt, ne? Genau, ja, genau. Das ist voll super. Ja. Der ist fantastisch, ja. Gut, der wird auch. Also, eigene, können wir schon einen eigenen Podcast machen, nur über Kriegsgefangenenlagerfilme. Zahlt sich aus. Ja. Aber zu Stalag 17 noch, das ist kein klassischer Kriegsgefangenenfilm, es ist eher, das Setting ist ein Kriegsgefangenenlager, aber es ist nicht wirklich, Ausbruch spielt keine Rolle. Das Einzige ist halt, wie sie da leben, dass sie sich das Leben so leicht wie möglich machen, dass sie auch Probleme haben mit den Deutschen. Und hast du doch, Entschuldigung, Ausbruch gibt es ganz am Anfang, da werden zwei erschossen sogar. Stimmt, Entschuldigung, aber das war es auch schon. Es geht nicht in dem Film darum. Ja, nee, es geht nicht. The Great Escape geht es, glaube ich, um ein größeres Buch. Eben, genau. Und das war es auch schon, die zwei, das war alles. Beim Ausbruch selber, ja. Was ja, der Ausbruch ist ja auch generell sowas Tolles, weil er eigentlich so ein umgedrehter Heist-Movie dann so ein bisschen ist. Ja. Das hat ja schon Parallelen und irgendwie. Und du bist in einem, ich mag es ja, Close-Quarter-Sachen. Also ich mag dieses, wenn es begrenzt ist und du nicht einfach eine ganze Stadt, ein ganzes Land, die ganze Welt als Handlungsort hast, sondern du hast ein von Stacheldraht und Scharfschützen bewachtes Gebiet, wo du was... Also Stirb langsam 1 ist dir lieber als der zweite, dritte. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nie einen Stirb langsam gesehen. Aber wirklich? Tatsächlich. Wow. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist einer von denen, die man mir einfach nie, hat sich nie ergeben. Ich habe so viele Sachen aus dieser Zeit gesehen, aber Stirb langsam war nie dabei. Okay. Auch die beiden Stallone
Franchises, Rocky und was war der andere? Rambo. Habe ich beide übrigens gesehen. Genauso. Ich habe auch noch nie einen Star Wars Film gesehen, habe auch nicht vor, das zu ändern. Also bei Rambo muss man dazu sagen, dass der erste Teil ja wirklich noch ja, der erste Teil ist. Den kann man sich schon mal anschauen. Es ist auf jeden Fall ein Film, den man nicht erwartet. Ja. Ich habe ihn ausdrucksweise gesehen, er kriecht sich ja in den Wald, weil er ja verdächtigt wird und alles mögliche. Eigentlich wird er nicht mal verdächtig, er wird ihm einfach nur was... Es ist ein Vietnam-Rückkehrer-Drama, ja, kann man sagen. Und ist noch nicht so ein... Ja. Ja, die Action-Szenen sind gut, aber sind okay, nur tolles Beiwerk dazu. Und Jahrzehnte später... ist er ein Ausbruchsspezialist. Escape Plan. Yeah. Ah, so ein Dreck, aber so unterhaltsam. Schwarzenegger dazu. Was ich fragen wollte, La Grande Bellezza ist jetzt schon, wie lang, 5, 6, 7 Jahre her? Mit Roberto Benigni? Nein, Moment, das war du verwechselst gerade zwei italienische Titel. Das Leben ist schön. La Vita è Bella, meinst du? Genau. Der danke Grande Bellezza war das vom Sorrentino, der vor 2 Jahren den Oscar gekriegt hat. Genau, der auch Young dann gemacht hat. Genau. Alles klar. Tut mir leid. Aber es gab ja... Der ist großartig. Es gab ja schon mal eine Idee, einen solch ähnlichen Film zu machen. Und zwar der Jerry Lewis, hat ja ein Drehbuch verfasst, wo er im Prinzip dieselbe Geschichte erzählt, nur dass er ein Clown ist, der halt dort dann die Kinder unterhält und das Ganze. Der wurde vor circa einem Dreivierteljahr das erste Mal auf ARD gezeigt. Habt ihr den gesehen? Nein. Der wurde irgendwie aus welchen Gründen? Ich habe davon gehört. Ich weiß nicht mehr aus welchen Gründen. Aus welchen Gründen auch immer der irgendwie in die Schublade gesteckt wurde. Weil irgendwie, man darf über den Holocaust keine Witze machen oder es war irgendwie unangebracht oder so. Oh, interessant. Keine Ahnung, also ich glaube auch nicht, ich weiß gar, es ist schon länger her, dass ich darüber gelesen habe, ich habe mich dann nicht näher damit beschäftigt, aber ja, tatsächlich. Genau, es ist so ein Dreivierteljahr bis Jahr her, dass das erste Mal wirklich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, indem er bei ARD ausgestrahlt wurde. Ich glaube, den kann man sich gar nicht kaufen auf DVD, soweit ich weiß. Ich glaube auch, die haben da irgendwie noch restauriert und auch synchronisiert das erste Mal, okay. Vielleicht ist nicht einmal die ganze Tonspur erhalten im Original, wer weiß. Also, ich habe eben nachgedacht, weil ich habe es damals verpasst und gedacht, vielleicht hat jemand von euch den gesehen. Na, leider. Ich habe nur mitbekommen, dass das ist das jetzt. Das ist übrigens auch was Besonderes bei Stalag 17. Das war der erste Film, der sich nicht ernsthaft mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt hat, sondern auch humoristisch. Es war jetzt nicht wirklich eine Komödie, ich habe nicht ein einziges Mal gelacht, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt und nicht anschließend gedacht, oh, der Krieg ist scheiße oder sowas, weil das nicht thematisiert worden ist, der Krieg. Und Stefan, habt ihr The Colony gesehen? Ja. Nein. Das war das mit diesem schwarzen Schauspieler auch, mit dem Lawrence Fishburne spielt er da mit, The Colony, und alles, allen ist kalt und Postapokalypse und... Oder irre ich mich gerade total? Ich glaube, es war Samuel L. Jackson, oder? Ich meine keinen Film, sondern eine Fernsehserie. Okay, dann bin ich komplett blank. Auch postapokalyptisch gedreht in diesem Abwasserkanal da in San Francisco. Da gibt es einen riesigen mit so Betonwanne, so riesig ist das. Und kennt man das auf Terminator 2? Da haben sie das aufgebaut. Übrigens auch eine Franchise, die ich nie gesehen habe. Weil, hat mich erinnert zuerst daran, wo du gesagt hast, mit diesem eingekastelten Szenario, wo sie so sozusagen nicht raus können. Das war bei denen die Randbedingung. Also in gewissem Sinn sowas wie Big Brother. Vom Szenario her und die hatten die Aufgabe eben zu überleben dort einfach mit gewissen Sachen, die sie gestellt bekommen haben, und das war so das Szenario eben Postapokalypse und nur, ich glaube, 12 Leute haben überlebt. Und das ist aber Unterhaltung oder so auch wieder für die Elite, in gewissem Sinn ist es Unterhaltung schon auch, aber ich fand's... Nein, ich meinte, die Handlung ist die müssen überleben als Unterhaltung für eine Elite. So wie Hangar. Nein, es gibt keine zusätzliche Story dahinter, sondern es ist eher... Weil wer stellt ihnen dann Sachen zur Verfügung? Die Regie, wenn man so will, von außen. Die kriegen sie dann halt... Also, und die spielt die Umwelt sozusagen. Das wissen ja alle, die da drinnen waren in dieser Serie, dass sie halt in der Serie sind. Aber es war eben die Aufgabe, eben wirklich... Also so ein verfilmtes Leave-the-Room-Spiel oder was? Ein Survival-Game halt, in Form von einer Fernsehserie, ist gelaufen auf ich glaube Discovery Channel, die Geschichte. Okay. Und es war auch einmal auf YouTube zur Gänze, ich bin nicht sicher, ob es noch dort ist, dort haben wir es dann angeschaut, also auf YouTube war es einmal komplett
ich glaube 10 Folgen je 40 Minuten oder so. Und sehr interessant, weil sie halt eben diverse Aufgaben versucht haben zu lösen. Von wie kriege ich eine Wasserversorgung auf die Reihe, wie kriege ich das Wasser auch sauber, all diese Geschichten. Mhm. Wie komme ich zu einer Energieversorgung und solche Sachen. Also es hat physikalisch einen Sinn gemacht, das war nicht... Es hat in gewissen Grenzen einen Sinn gemacht, wobei man auch gesagt hat, also Kritik an der Serie hat gesagt, dass das halt eine ziemlich ausgewählte Truppe war von Leuten und durchschnittliche 12 Überlebende hätten nicht die Fähigkeiten, wie zum Beispiel schweißen zu können und löten zu können und all die Sachen, die halt konnten. Das ist natürlich auch ein spannender Aspekt. Also da gibt es ja YouTube-Videos. Ne? Ja, aber die hast du dann vielleicht in der Situation auch nicht. Guter Einwand, ich habe jetzt ein Freund war irgendwie vor, weiß nicht, letzte Woche irgendwie bei uns in der WG übernachtet und der hat einen YouTube-Channel aufgedreht von einem Typen, der sich immer im Urwald aufnehmen lässt, ohne Survival. Ja, genau, ein Survival-Typen, aber redet nichts, arbeitet nur vor sich hin und zeigt immer pro Video, wie er dann Sachen baut. Zuerst irgendwie so eine einfache Hütte, dann schon eine Hütte mit so einer kleinen Furnace, also mit so einem kleinen Ofen und mit Fußbodenheizung. Okay. Und er zeigt das aber wirklich von Scratch. Also da geht es zur Lehmheizung. Zur Lehmgrube hin und formt das und macht das. Und dieser Bekannte hat sich das schon 100 Mal angeschaut und kann schon sagen, ah ja, und das macht er deswegen. Und ich habe einfach gedacht, ach, langweilig, ich gehe jetzt wieder zurück, ich will ein bisschen arbeiten und dann gehe ich nochmal vorbei und dann irgendwann einmal aufhängen. Und es hat dann auch so einen meditativen Charakter, gerade dadurch, dass er halt nichts erklärt. Du hörst nur das Knacken von seinem Arbeitsgeräusch. Ist eigentlich schon angenehm. Also wenn ich auf den Ding komme, dann... Fußbodenheizung im Dschungel mittendrin, das ist... Ich erinnere mich an diese. Ja? Das ist cool. Also, du bist auch schon mal drüber gestolpert. Ja, habe ich schon mal gesehen, vor langer Zeit. Aber ja. Weil auch jemand mir das mit dem Argument, da baut jemand ein Haus mit Fußbodenheizung im Dschungel. Ja. What? Muss ich sehen. War das auf Englisch oder auf Deutsch? Ja, sprachlos, oder? Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es hält. Schnick? Ja, mach mal langsam Schluss. Oder wolltest du noch einen... Ich kann einen Ball noch beitragen. Ach, du hast ja noch einen ganz schönen Film. Hast du auch noch ein paar Trash-Filme oder so? Ja, mich ja eigentlich du bist doch immer der, der zu kurz kommt, oder? Das stimmt. Ich glaube, das müssen wir bei euch machen. Aber das machen wir das nächste Mal. Wir müssen bei euch zu Gast sein. Gerne, ja. 4 Stunden lang. Ich habe auch noch ein paar Trash-Filme. Aber jetzt haben wir schon so viel Film. Jetzt machen wir mal den Ball. Gregor-Liste. Ich sage ja, die wird nie kürzer. Ein bisschen. Das nächste Mal werde ich. Ja, also zum Thema schöner Leben Wien in Wien. Ich war im Rathaus auf einem Ball, dem Science Ball. Und das letzte Mal war ich im Rathaus vor einem Ball, das muss in den 80er Jahren gewesen sein, weil man kriegt in Wien, also gerade damals gekriegt, als Jungbürger, wenn man 18 wird, so eine Einladung vom Bürgermeister, wo man dann entweder eine Ballkarte kriegt oder eine Konzertkarte. Ist das? Und noch so? Ich bin nicht in Wien 18 geworden, aber bei mir in der Gemeinde war es auch so. Ich schon, aber ich habe nichts bekommen zum 18. Geburtstag. Ich glaub, ja, ich vom auch. Bürgermeister. Vielleicht. Damals unter Bürgermeister. Zieht wahrscheinlich. Ja, okay, dann war ich dann, glaube ich, dreimal bin ich dann 18 geworden, weil der Jungbürgerball so lustig war. Aber wie gesagt, jetzt war ich heuer nochmal dort. Und Science Ball war ein relativ teurer Ball. Also die Karte hat circa das Dreifache gekostet, was sonst so eine... Ballkarte kostet, aber man hat auch was gekriegt dafür, es waren fünf Säle mit Liveband. Okay. Und eine Disco, und weil es der Ball der Wissenschaften ist, der erst zum dritten Mal ist, also der wird jetzt so aufgebaut, waren auch überall so Pappkartonwände mit so Science-Projekten vorgestellt, und es gab eine Virtual Reality-Ecke, wo man so VR-Brillen bekommen hat und dann Stonehenge oder eine Ausgrabungsstätte in Santorini angucken konnte mit dieser VR-Brille. Also wie in einem Computer. Das ist schon mehrmals, du bist immer Locations, wo es VR gibt, also oft. Ja, das verfolgt mich. Also für mich war es nicht so besonders, aber es war sehr lustig, die ganzen Leute im Ballankleid und Ballanzug zu sehen, wie es mit der VR-Brille herumirren, und gerade natürlich Assistenten. Ist der nicht gegründet worden, eben aus wegen dem Akademikerball, was früher kann nicht sein. Akademiker oder was auch immer? Also ich war ja zufällig dort, aber es war so eine. Also es war Tut Wien dort, ja, sogar das Seitenblicken-Team. Ich hatte das seltsame Erlebnis, dass ich wo war, wo Seitenblick
Kamerateam war. Und du hast nicht dagegen demonstriert? Nein, ich war sogar, ich habe sogar Krawatte angehabt. Ja. Also ich war ganz, ganz bieder. Seitenblick ist diese ORF Society-Sendung, wo die schönen und wichtigen gefilmt werden. Ah, okay. Also immer die gleichen eigentlich. Und der Horst. Und der Horst ist natürlich seit neuestem, ja. Und damit nicht genug, ich habe dann auch großartig Grünpolitiker begrüßt, die sich dort rumgetrieben haben. Aber ganz toll, es gab dort einen frisch angelobten Bundespräsident. Wie jeder weiß, die echte Aufgabe vom österreichischen Bundespräsidenten ist ja, Bälle zu eröffnen. Ein Grund für mich, niemals Bundespräsident zu werden. Im Februar bin ich immer krank. Moment mal, war das nicht am Samstag? Das war am Samstag, ja. Da war doch in der Hofburg der Ärzteball. Das heißt, es war woanders und das heißt, der musste erst dorthin kommen. Nein. Nein, ist ja nicht so weit von der Hofburg ins Rathaus. Also. Nein, es war so, Samstag und er war im das Rathaus. Das schafft er. Vor Mitternacht war er im Rathaus. Mit Rathaus. Das ist er nachher rübergegangen. Ja, und war recht nett. Also er hat dann bei der Öffnung was geredet und nachher war er dann am Kopfende vom großen Festsaal im Rathaus. Und da ist so ein bisschen eine, nicht gerade eine Loge, aber so ein bisschen eine erhöhte Plattform mit so einem Steingeländer davor. Und das kann man nur über den Seiteneingang erreichen. Das ist relativ leicht zu sichern. Und da war er dann und war wirklich, jedes Mal, wenn man ihn beobachtet hat, hat er sich über die Balustrade gebückt und ist von weiblichen Fans fotografiert worden. Sie haben Selfies mit ihm gemacht und das hat er stundenlang mitgemacht und immer gelächelt. Und er ist ja schon älterer Herr, also haben wir gedacht, ja, ein sehr populärer Bundespräsident, also zufrieden mit meiner Wahl. Und ja, sonst, ja, netter Ball, kann ich empfehlen. Der Hofer kann auch lächeln. Ja, nein. Da werden wir wahrscheinlich ein anderes Publikum hingehen, so ein Selfie machen. Also du hast von den Projekten her, von diesen Aufstellungen, hast du da irgendwas Interessantes mitbekommen oder war das einfach... Also ich habe mich dann eher aufs Tanzen konzentriert. Okay, also diese VR-Brille... Die VR-Brille haben wir uns schon gegeben, okay. Ja, aber ich habe jetzt, muss ehrlich sagen, ich habe bei diversen Nerd-Veranstaltungen bessere VR-Sachen gesehen, wo man auch mehr spielen konnte. Da waren so Controller und ich bin dann nicht durch eine Tür durchgepasst oder weil es irgendeine kleine Stufe war. Das ist dieses typische Ego-Shooter-Problem. Ich bleibe hängen. Ja, das war dann dort auch. Assistentin hat das dann auch nicht lösen können. Da haben wir gedacht, okay, also für jemanden, der noch nie VR gesehen hat, ist das cool, aber... Und sehr cool war, es gab so bei den Tischen so Blumentöpfe und die hat man größtenteils essen können. Also alles. Den Blumentopf oder den? Nein, den Topf nicht, aber die Pflanzen, die drin waren. Das war so Sellerie und Suppen. Und fleischfressende Pflanzen haben sie, glaube ich, auch gehabt als Deko im großen Saal. Also halt, die hat man aber nicht essen können. Die hat dich gegessen. Okay. Also Finger rein und du musst es in halt 8 Stunden drin halten. Ja, also du hast für einen, wie soll ich sagen, für mich war es ein schönes Ballerlebnis. Man hat sehr viel Ball gekriegt für ein bisschen mehr Geld als üblich ist. Und das Rathaus war auch sehr rausgeputzt. So viel Ball kann ich gar nicht kriegen, dass ich da hingehe. Ein billiger Ball kostet irgendwie 30 Euro und der hat jetzt 90 Euro gekostet. Okay. Es gibt aber auch Bälle, wo es über 100 Euro zahlen musst. Das sind dann die Oberklasse-Bälle. Und Rathaus war sehr rausgeputzt. Das ist natürlich sehr anstrengend. Das heißt, also die Studenten von der Kunstakademie haben die Disco hergerichtet. Es war so ein bisschen eine Leistungsshow. Hat schon was hergemacht vom Aufbau. Ja, also allein vom Schauen war man sehr beschäftigt. Und mit 5 Bands gehst du auch immer zu tun, herumgehen. Und waren auch so Sofas aufgestellt. Also das Rathaus war für mich eine sehr schöne Ball-Location. Coolste Typ, den ich gesehen habe, war in Uniform, ein Polizist, der rumstolziert ist und mit der Glock in Halfter die Dings bewacht, also den Ball. Okay. Die waren zu dritt. Also du hast normal auf jeden Ball und auf jede größere Veranstaltung hast du Polizei und auf Bällen natürlich auch. Okay. Und der ist halt sehr aufmarschiert. Ja, es war halt alle anderen waren so gesackelt und smoking und. Oh ja, Uniform ist ja im Prinzip. Ja, Uniform darf man ja auch aufbauen. Aber ja, hat dann wirklich eine sehr herausragende Pistole gehabt. Okay. Ja, aber Ausgehuniformen, nicht Dienstuniformen. Ja, da haben es schönere auch, ja. Da gibt es ja so also Balluniformen. Okay. Und sonst sind auch so Rote Kreuz-Trupps herumgegangen, weil halt da wirklich über 1000 Leute waren, wahrscheinlich insgesamt. Also ständig so ein Trupp, ein Dreier-Trupp, wie am Donauinselfest und so. Da gibt es das Veranstaltungsgesetz, das definiert genau, wie viele Leute, wie viel Feuerwehr, Polizei, Rettung da sein. War halt lustig, du hast lauter Leute in Ballkleidern und Schale und daneben die Typen mit ihren Rote Kreuz-Uniformen, die dann durchklatschen. Mhm. Na, sehr, sehr netter Ball. Und wie lange bist du geblieben? Und hast du nachher einen Kaffee gefunden? Oder? Nein, nichts. Also alle meine Tanzpartnerinnen und Freunde haben geschwächelt um
eins und ich war dann auch um zwei, habe ich das dann verlassen mit dem Großteil der Leute. Es ist noch ein bisschen weiter gegangen, ich bin einfach nach Hause gegangen. Ja. Also wieder nicht rausgekriegt, wo man überwintert bis zur ersten U-Bahn. Welchen Café? Ich bin dankbar für Hinweise, also welches Café derzeit offen hat, dass man nach am Ball hingehen kann. Flex Café und fertig. Flex Café? Beim Flex, Flex, ja, bei Flex gibt es das Café. In Flex das ist ein Café. Das Flex beim das Flex. Auch ist ein Café. Flex. Ja. Das hat ein Café? Ja. Das hat doch nur so ein Disco? Nein. So ein Café. Das war schon seit mehreren Jahren. Ja, erzähl ich dir, das ist ja schon seit mehreren Jahren, das ist schon relativ lang. Als neben dem Club gibt es auch so einen Bereich, wo es einfach ganz normal Bar. Okay, jawohl, den, was man eh sieht, wenn man am Donaukanal spazieren geht. Das und der hat offen die ganze Zeit. Schlau. Sag ich jetzt mal so. Ich kann mir vorstellen, dass das lange offen ist. Sollte offen. Schlau, das ist ein Problem gelöst. Ja. Okay. Verlosung? Trommelwirbel, ja. Also, was hast du dir das vorgestellt? Ja, also, da wir letztes Mal gesagt haben, es kriegt jemand, wir haben zwei Pullis, ja? Einen für jemanden, der uns ein iTunes-Review schreibt, was derzeit noch keiner gemacht hat, das gilt weiterhin. Ja, sehr gut. Attitude, ja. Leute. Und das andere, wir haben insgesamt zwei Einsendungen gehabt, die sich um diesen Pullover gieren, das heißt, wir haben auch mindestens zwei Hörer, einer sitzt jetzt da. Nee, ne? Ja. Und zwar die Elke, genau, ja. Und da würde ich sagen, entscheidet jetzt das Los per Münzwert, sucht ihr aus, Kopf oder Zahl. Und ist es nicht unfair der Elke gegenüber? Weil sie sich nicht aussuchen. So. Genau, ja. Das ist eine interessante Frage. Ich erkläre die zweite Stunde zu eröffnen vom Podcast. Wir haben noch genug Zeit. Dass die Elke nicht mitentscheiden darf, welche Seite. Warum ist das unfair? Total unfair. Ja, ich sag's ja Ladies First, also hätte sie sich eigentlich aussuchen können, ob sie Kopf oder Zahl will, da sie nicht da ist, werde ich gefragt. Deswegen ist das unfair. Dann lass mal einfach ihn. Aber warum ist das unfair? Ist doch völlig egal, welche Seite man hat. Es muss nur irgendwie irgendwas definiert werden. Du hast ja nicht beide das gleiche Seite. Der sagt sich, wenn er jetzt Kopf sagt und Kopf gewinnt, dann der Harry sagt Kopf oder Zahl. Der Harry ist auch meinen, ja. Ich habe hier eine 10-Cent-Münze. Ich habe eine 10-Cent-Münze mit einer Zahl und hinten einem, ich glaube, es ist der Stephansdom, kann das sein? Wenn es die österreichische 10-Cent-Münze ist, dann schon. Also Stephansdom oder Zahl? Ich nehme den Stephansdom. Gut, wer wirft und wer deckt auf? 10 Cent? Ich bin ungeschickt, oder? Bist du geschickt, oder? Nein, ich schau mal, ob wir es hinkriegen. So und dann so. Ne? Hat sich oft gedreht. Was und? Haben wir? 10 Cent. 10, der Zehner. Ja. Ja. Okay. Kann ich bestätigen. Okay. Was heißt? Wer hat jetzt gewonnen? Ja, die Elke. Ja. Achso. Elke, gut. Es ist immer noch möglich, ein iTunes-Review zu schreiben. Das ist immer noch eine Woche, die man gemacht hat. Das geht jetzt weiter. Wir sehen schon eine nächste Woche. Das wird noch lange. Ja, so. Vor allem, wenn er jetzt schreibt, schreibe ich garantiert auch eins. Ich werde es in letzter Sekunde machen. Es gelten alle iTunes-Reviews, die wir kriegen. Gut. Ja. Okay, falls dann die Elke immer noch zuhört, bitte, ja. Nein, ich habe ihre E-Mail. Sie ja, wird kontaktiert genau und wir checken, wie wir das schicken. Apropos, soll ich vorbeikommen? Ich weiß nicht, woher sie kommt, aber... Ich auch nicht, es kann sein, dass sie weit weg wohnt. Elke, ich habe mich sehr gefreut, dass du dir die Mühe gemacht hast, nachzuschauen oder gewusst hast, woher der Ausdruck Orang-Utan-Klaus kommt. Kommt nämlich aus einem Hörspiel von Helge Schneider, auf der Doppel-CD Es gibt Reisbaby. Das war auch die erste Helge Schneider-CD, die ich auf und runter gehört habe. Und dort gibt es ein Hörspiel, wo eine Katze findet, namens Orang-Utan-Klaus, was ihn sehr aufregt. Um Gregor zu ärgern, hast du schon geschafft, die Roman-CD zu hören? Ach, du ärgerst mich wirklich. Dann hören Sie das nächste Sendung, ob Gregor vielleicht bis dahin einen CD-Player aufgetrieben hat. Ich werde mich bemühen. Gut. Ist ja wirklich unter aller Kanone. Wirklich. Ich habe auch die Show als Freund nicht fertig. Ich mache drei neue Themen das nächste Mal. Die anderen zwei sind jetzt gekübelt. Sehr gut. Schade, ich hätte gerne die Geschichte mit dem Elefantenfleisch gehört. Tja, leider nein. Die kriegen wir nie mehr, oder? Nein. Nächste Woche gibt es drei neue Themen. Nächstes Mal gibt es drei neue Themen. Ja, da muss man vorsichtig. Aber eigentlich standen da vier. Gut, dass wir das. Nein, das habe ich extra für dich noch dazu geschrieben. Da habe ich auch einen Abstand gemacht. Aber also, über deine Antivirenscanner machen wir das nächste Mal. Alle Themen, die wir angekündigt haben, aber nicht gekommen sind, können wir nächstes Mal noch einmal in die
Vielleicht. Oder übernächste Woche. Schön. Das heißt, der Gregor bekommt jetzt noch einmal zwei weitere Themen auf seinem Ich werde einfach alle ausladen und ich werde zu Hause bleiben. Ab und zu löschen. Er muss sich jetzt zu Hause langweilen, weil er nichts Neues anfängt. Boah, bei mir zu Hause ja, mit dem Wasserscheißen. Ah, halt, eine letzte Meldung. Speziell für den für alle Crawl-Spieler. Ich habe Version 19 von Dungeon Crawl gespielt. Das ist so geil! Schön, schön, schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, Interview mit Simon über die Ars Electronica. Hallo Simon. Hallo. Wo warst du am letzten Wochenende oder wann war das? Es war am letzten Wochenende, am Sonntag. Und da habe ich, da war ich bei der Ars Electronica. Ja? Warst du da ganz alleine? Nein, da war ich mit meinem Papa. Warst du da zum ersten Mal? Nein, da war ich zum zweiten Mal. Da habe ich sogar schon mal gewonnen. Okay. Was ist die Ars Electronica? Wie kann man sich das vorstellen? Es gibt ein Festival und es gibt auch noch ein Museum. Das wird auch das Gläserne Schiff genannt. Und in einem Museum findet man halt eine Ausstellung über mehrere Kategorien von technischen Sachen. Wie zum Beispiel Roboter und sowas. Und das ist halt ein Museum und da kann man sich das alles anschauen. Und da geht es hauptsächlich um elektronische Kunst? Genau. War das langweilig für dich? Du Nein. bist ja jetzt relativ jung, oder? Du bist 11 oder wie alt bist du jetzt? Ich bin 10, bald 10. 11. Okay, ja. War das nicht langweilig? Nein. Hat man auch was ausprobieren dürfen oder war das sowas wie ein Computerspiel, was man selber spielen konnte? Ja, es gab so eine Kinderetage und auch in einem bestimmten Labor konnte man mit einem 3D-Drucker drucken lassen, konnte man spiegelverkehrt etwas auf die eine Seite malen auf dem Monitor. Mit einem Stift, oder wie hat man da draus gemacht? Genau, mit so einem Stift. Und der hat das dann als 3D-Objekt gedruckt? Und der hat das dann als 3D-Objekt gedruckt, ja. Aber der hat es wie ein Kreuz gedruckt. Das sind auf jeder Seite des Kreuzes diese Spiegelung. Also das war vierfach? Genau. Vierfach hat er das ausgedruckt. Und du hast du das dann mitnehmen können, den Ausdruck? Ja, das konnte ich mir dann mitnehmen. Und was hast du da gemalt? Ich habe da meinen Namen geschrieben. Und jetzt hast du ein Kreuz mit deinem Namen auf jeder Seite. Genau. Und wie groß ist das Ding circa? Vielleicht. Zeig mit den Händen. So 5x5 cm, ja. 10x10 maximal. Okay. Und hat das lang gedauert, bis das ausgedruckt wurde? Vielleicht so 2 Minuten. Also war das ein ganz schneller 3D-Drucker? Das war ein Laserdrucker. Also es war aus einem festeren Plastik, das wie Papier aussieht. Mhm. Wurde es mit einem Laser ausgeschnitten? Oder ja, hat er das ausgeschnitten. Also es war ein Laser-Cutter? Okay. Genau. Cool. Und war irgendeine eine Installation oder ein Kunstwerk, das du lustig gefunden hast? Nein. Okay, kannst du ein bisschen erzählen über die Objekte, die dort ausgestellt worden sind? Da gab es auch unten bei der Roboterausstellung, da gab es Raupen, die waren aus Magnetkügelchen und die wurden unten durch Elektromagneten bewegt, ja. Und die haben sich dann bewegt, diese Raupen? Genau, die konnten sich dann so überschwappen. Oder die konnten ganz normal so nach vorgehen. Mhm. Und ja. Wer hat diese Magneten bewegt? Hat man das selber machen können oder war Nein, das automatisch? Nein, das ist automatisch gegangen. Mhm. Und da gab es halt 10 Raupen und die sind alle unterschiedlich gegangen. Mhm. Man hat ihnen nur zuschauen können? Genau. Oder hat man ihnen Hindernisse in den Weg legen können oder so? Nein, das konnte man nicht. Eigentlich sollte man sie nicht angreifen. Mhm. Aber wenn eine Raupe runterfällt, kann man sie wieder aufheben und auf den Platz zurückgeben. Und die Raupen sind aus Metallkugeln bestanden? Genau. Oder aus, also, weißt du noch eine Installation, an die du dich erinnerst? Nein. Das war die einzige, die wirklich in Erinnerung geblieben ist. So richtig im Kopf geblieben ist. Und wie war diese Kinderetage? Was gab es da? Da gab es eine programmierbare Biene, die war wie eine Turtle. Mhm.
Nur, dass man halt da zuerst konnte man den Weg eingeben, also zuerst drückt man nach vor, wenn sie nach vor gehen soll. Also die hat mehrere Knöpfe drauf. Genau. Und das führt sie nicht sofort aus, das speichert sie nur ab. Also sie hat für vor Linksdrehung und Rechtsdrehung wahrscheinlich Knöpfe gehabt. Hinten. Nach hinten hat sie auch gehen können. Ich glaube, ja. Okay, ja. Das hast du eingetackert dann. Genau. Ja. Und dann, wenn man sie losschicken wollte, konnte man halt den Startknopf drücken und dann musste man sie halt einer Linie nachgehen. Also die Linie hast du vorher gesehen? Genau. Da gab es 3 Level und die habe ich alle in 5 Minuten geschafft. Toll. Und hast du dann was gekriegt dafür? Oder? Nein. Gar nicht. Okay. Was gab es noch in der Kinderzone? Da konnte man eben auch dieses 3D-Ding malen. Dann was noch? Ja, sonst eigentlich nichts. Also dieser Lasercutter war auch in der Kinderzone? Nein, das war unten im Labor. Mhm. Also das musste man dort abspeichern. Mhm. Dann wird das unten nach unten geschickt. Dann, wenn man es ausdrucken will, muss man nach unten gehen, es wieder erkennen, was es war. Dann sagen, könnten Sie mir das bitte ausdrucken. Mhm. Insgesamt hat es dir gefallen? Insgesamt hat es mir gefallen, ja. Hast du von Linz sonst noch was gesehen? Nein, weil Linz interessiert mich nicht. Interessiert dich nicht, du warst nur wegen der Ars Electronica. Ja. Okay, kannst du es anderen Familien mit Kindern empfehlen, dorthin zu gehen? Ja, schon. Schon? Mhm. Wie lange warst du dort, den ganzen Tag? Oder? Ja, den ganzen Tag, aber da gibt es noch was Cooles. Mhm. Da gibt es derzeit dieses... Ich habe jetzt den Namen gerade nicht... der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ein Haus oder? Nein, das war so ein Raum, da geht man rein, das war so ein Saal. Mhm. Und wenn man dann auch, da gibt es Plätze, wenn man reinkommt. Und hier vorne ist, also da oben sind Beamer und da auf den Seiten, da sind lauter Sensoren und auf dem Boden auch kleine. Ja. Und da konnte man halt auf der Fläche herumgehen. Ja. Die Sensoren haben halt erkannt, den X, Y, Z. Ja, von dir, ja. Also. Auch, ja. Und dann konnte er halt nach diesem Ding die Koordinaten, die Position von mir herausfinden. Mit dieser Position, war dann ein Spiel zum Beispiel, da mussten alle Kinder auf die Fläche und da konnte man dort, wo die meisten Kinder auf der Fläche vom Spiel, wo die meisten Kinder gestanden sind unten, das Spiel, das wurde gespielt. Und auf dieser Fläche vorne wird eigentlich alles angezeigt, was da unten angezeigt wird. Okay. Nur halt, dass das unten nur für die Leute ist, die gerade auf der Fläche sind. Also es war dann farblich markiert? Genau. Aber nur am Bildschirm, nicht am Boden. Der Boden selber hat nicht geleuchtet? Nein. Okay. Und dann, das Spiel, das mir am besten gefallen hat, da ging es um Fische. Mhm. Da gab es halt so eine Schutzzeit am Anfang. Mhm. Und dann kamen so andere Fische. Und die konnte man auffressen. Indem du herumgehst in dem Raum, ob das richtig gefällt. Genau. Und dann konnte man, wenn man größer war als andere Spieler, konnte man diese Spieler dann auch auffressen und die wurden dann zu einem Fischskelett. Und die Fischskelette, die mussten dann wieder zurück auf die auf die Sitzplätze gehen. Also der fetteste Fisch hat gewonnen. Genau, sozusagen. Und der größte Fisch, der hatte immer eine Krone auf. Am Bildschirm jetzt, nicht Und dann gibt es noch einen Aal, der, der ist dann immer zufällig auf einer Position von Y, kommt er dann in die Richtung X heraus und wenn man den berührt, ist man sofort weg. Also den musste man ausweichen? Genau. Und den hat man jetzt aber nur am Bildschirm gesehen, nicht den echt, wo man läuft? Nein. Okay, ja, cool. Und das haben mehrere Leute gleichzeitig gespielt? Genau. Das war lustig? Ja. Und das haben alle sofort kapiert oder sind welche so ziellos herumgegangen? Ja, manche war zum Beispiel ein Geburtstagskind, es war noch etwas kleiner. Hat nicht gecheckt, worum es geht. Und ja, der hat es nicht so richtig kapiert. Sehr. Und das war auch im Rahmen der Ars Electronica? Ja. Okay. Und du warst den ganzen Tag dort sozusagen in Linz? Fällt der Name noch immer nicht ein. Ach, okay, danke Simon. Bitte.